In dieser Folge treffen aufeinander Etienne Gardé, Sandro Kreitloff und Gunnar Krupp. Heute in der Rolle des Judges Florentin Will. Let's get ready to rumble! Herzlich willkommen zur neuen Folge von Filmfights! Woo! Wir sind heute wieder hier, um uns zu messen in der uralten Kunst der Filmdiskussion. Und heute haben wir ein fantastisches Team von Kämpfern, die antreten, um den Thron zu kämpfen. Heute bei uns zu Gast, von weit her gereist, hat er uns mal wieder besucht. Sein Name wird schon seit jeher mit Ehrfurcht durch diese Räume geraunt. Und heute ist er hier, um zu zeigen, was er wirklich kann. Gunnar Krupp ist hier! Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin tatsächlich eine Viertelstunde gelaufen. Vielleicht 10 Minuten. Gunnar Krupp ist hier. Stefan konnte heute leider nicht kommen, aber wir haben einen fantastischen Ersatz gefunden bei uns heute in der Redaktion. Lange Erfahrung, er hat mit seinen jungen Jahren schon doppelt so viele Filme gesehen wie ich. Er hat das Wissen, er hat die Ahnung, er hat den jugendlichen Furor und er hat sich gut vorbereitet. Sandro ist heute hier. Ich dachte an Ede, aber und Vorbereitung ist ja nicht so bei Ede. Der Einzige am Tisch, der Erfahrung hat, der schon 2-3 Mal zu Boden geschlagen wurde in diesem gnadenlosen Ring hier heute Abend, der aber jedes Mal wieder aufgestanden ist und der heute ist, hier ist stärker als je zuvor. Er ist hier Etienne Gardé, meine Damen und Herren. Hi. Etienne ist hier. Und da heute nicht nur Stefan leider nicht hier sein kann, sondern auch Schröck andere Verpflichtungen hat, kann Schröck heute leider nicht die Rolle des Faktencheckers abgeben, aber wir haben einen fantastischen Satz gefunden. Und zwar Fabian Krahn ist heute hier und macht den Fact-Checker. Hey! Das ist schröcklich. Fabian, du bist heute der Sprachrohr für die Community. Du fängst alles ein, was die Community heute so absondert, unter dem Hashtag Filmfights, ballert das raus, Leute. Ich will jetzt ganz viele Tweets sehen, ich will ganz viel lesen. Unter anderem suchen wir natürlich auch immer Fragen für die Speedrunde am Ende. Und dafür wollen wir unter anderem auch Bilder sehen von euch. Und zwar eine Frage wird sein, welchen Film solltet ihr mit eurer Mutter oder wolltet ihr mit eurer Mutter schauen? Und deswegen da 2 Bilder mit 2 Filmen, ihr auf dem Foto, dann wird das geil und dann streiten sie sich später darum. Richtig, denn es funktioniert folgendermaßen. Wir werden heute 4 fantastische Fragen diskutieren. Die letzte davon ist die berühmte Pitch-Frage. Die gibt 2 Punkte, alle davor 1 Punkt. Und wer nach diesen 4 Fragen am wenigsten Punkte hat, fliegt raus. Und die beiden übrigbleibenden Spieler begeben sich in die Speedrunde und müssen sich 5 blitzschnellen Fragen widmen, die am Ende dann entscheiden, wer den Sieg davon trägt. Ja, ihr habt es vielleicht bemerkt, ihr kennt es, dieses Format vielleicht schon. Man muss auch hier an der Stelle nochmal natürlich Screen Junkies danken, denen wir dieses fantastische Format zu verdanken haben. Ich möchte auch nochmal sagen, es läuft folgendermaßen ab. Am Anfang hat jeder die Möglichkeit, für seine Antwort zu kämpfen in einem Eröffnungsstatement. Da darf er nicht unterbrochen werden. Dann folgt die Diskussionsrunde und am Ende gibt es nochmal ein Schlussplädoyer, wo jeder alles zusammenfasst. Und es gibt erstmal kein hartes Timelimit, aber ich werde irgendwann sagen, dass ihr zum Ende kommen müsst. Ansonsten, es geht natürlich um gute Argumente, es geht aber auch um Leidenschaft, um Kreativität in der Beweisführung. Es gibt ja oft die naheliegenden Argumente, die naheliegenden Antworten, aber wir suchen natürlich auch die feineren und die kreativeren. Und das wird natürlich auch heute belohnt, natürlich genauso wie Euphorie und Leidenschaft und wer am härtesten kämpft für seine Antwort. Das wird also belohnt, ja? So das wird belohnt heute. Wie das Laserschwert. So wie das du, wenn es die beste kreative Antwort, Laserschwert. Es ist nun mal einfach die beste Antwort, das tut mir leid. Ja. Kann man nichts machen. So, wir wärmen uns noch mal ein bisschen auf und drehen uns im Kreis, während ihr noch mal euch ein Getränk holen könnt und schon fleißig posten könntet unter Hashtag Filmfights, welche Fragen ihr heute gerne habt. Ansonsten haben wir fantastische Fragen vorbereitet. Und gleich geht's los mit der ersten Runde bei Filmfights. Bleibt dran. Bis gleich. Filmfights. Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind kurz davor, in die erste Runde zu starten. Seid ihr bereit? Nee. Ja? Nee. Eddie, fühlst du dich bereit? Bist du warm? Es ist ja so. Du hast eine richtig gute Vorbereitung. Vielleicht kann man mal kurz sagen, das ist meine Vorbereitung. Ist das schon der Pitch oder was? Gunnar mit 73 Karteikarten. Nein, die sind alle leer. Und das ist eh das Highlight hier. Alter, es gab keine. Denkt euch das mal. Das ist hier alle leer. Leute, es gab keine Regeln, wie wir uns vorbereiten dürfen oder wie nicht. 10 Seiten. Meins ist doch alles leer. Und Sandro, wirklich. Das kann man nicht kritisieren. Das ist wirklich kein Quatsch. Sandro, gestern schon bei Kino Plus Folge 200 hat er mir alle Antworten aus der Nase gezogen und mich getriggert. Und heute erwische ich ihn doch, wie er auf der Terrasse sitzt
und da irgendwie mit Ilias sich Tipps geben lässt. Und Leute, Ilias, du weißt, da kommt doch nichts. Es zählt nicht die Vorbereitung, es zählt nur, was ihr hier sagt. Es geht natürlich nicht. Der hat fürs Abi nicht so viel gelernt wie die heute. Es geht natürlich nicht darum, wer die bessere Antwort gibt, sondern wer für seine Antwort besser argumentiert. Denkt dran, ihr habt immer die Möglichkeit, den Fact-Checker zu aktivieren. Falls ihr irgendeinen Fakt des anderen kontrollieren wollt, wenn ihr etwas nicht widersprecht, dann steht es erstmal so im Raum. Das heißt, wenn ihr irgendetwas nicht gut findet beim anderen, müsst ihr dem auch widersprechen. Und bitte achtet drauf, begründet eure Aussagen. Wenn ihr sagt, irgendetwas ist gut, dann sagt, warum ist es gut? Und sagt nicht einfach, es ist gut. Aber ansonsten, habt Spaß, habt einfach eine gute Zeit und haut rein. Und ich würde sagen, wenn ihr bereit seid, dann fangen wir jetzt an mit Filmfights Runde 1. Da ist der Bamba. So, ja, wir alle lieben es, unseren Filmfiguren dabei zuzuschauen, wie sie Probleme bewältigen und wie sie große Hürden überwinden. Aber oft sind sie nicht alleine dabei, sie bekommen Hilfe von aller Hand. Und oft haben sie auch jemanden, der ihnen hilft, diesen Weg zu überkommen. Entweder gibt er ihnen irgendwelche magischen Kräfte, eine besondere Waffe oder den perfekten Rat für die richtige Sekunde. Und unsere Frage ist heute, wer ist der beste Mentor? Damit suchen wir eine Figur aus einem Film oder einer Serie, die der beste Mentor ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Antworten. Wie gesagt, ihr habt erstmal Zeit, ein Eröffnungsplädoyer zu geben und dann eröffne ich die Runde für alle. Wir beginnen mit Etienne Gardet, der ab jetzt bitte uns sagt, warum sein Mentor der beste ist. Bitteschön. Okay, also Mentoren in Filmen ist ein riesengroßes Thema. Es gibt ganz viele Mentoren, es gibt Lehrer, es gibt das ist ein typischer Filmtrope, der tausendmal schon gemacht wurde. Und es ist extrem schwer, da, finde ich, den allerbesten zu finden. Deshalb habe ich mich entschieden für einen, der mir am nächsten ist, der bei mir am meisten letztendlich auch geweckt hat, der mich am meisten berührt hat. Und das ist Sean McGuire aus The Good Will Hunting, gespielt von Robin Williams. Eine Rolle, die ihm fast auf den Leib geschrieben ist. Er spielt im Prinzip schon zum zweiten Mal so eine Art Mentor nach Club der Toten Dichter. Und hat auch einen Oscar dafür gekriegt, den einzigen Oscar, den Robin Williams gekriegt hat, weil er es eben auch fantastisch spielt. Das ist dann eben, finde ich, auch nochmal ein Faktor, dass der Mentor eben auch gut auf der Leinwand rüberkommt. Robin Williams liefert da auch meiner Meinung nach sein bestes Stück ab. Warum ist Robin Williams der perfekte Mentor? Nun, es ist eine ziemlich geile Beziehung, die da entsteht zwischen Matt Damon, also Will Hunting, und Sean McGuire, weil sie auch eine starke Wechselwirkung hat, weil sie nicht eine Einbahnstraße ist. Er ist nicht der allmächtige Mentor, der alles weiß, so ein bisschen wie Yoda, sage ich jetzt mal, wo irgendein Dumbatz hinkommt oder auch, weiß ich nicht, Daniel LaRusso oder andere, sondern er ist schon irgendwie einer, wo eine Wechselwirkung da ist, wo du das Gefühl hast, auch der Mentor nimmt etwas mit von seinem Schüler. Er ist ein trauriger Mann, er hat seine Frau verloren, die an Krebs verstorben ist, und sieht aber in diesem jungen Will Hunting etwas, dass es wert ist, obwohl sie sich am Anfang erstmal richtig die Köpfe einander kloppen, dass es wert ist, dort weiter zu forschen, als Psychologe ihn quasi annimmt und in ihn hineinhorcht. Und es entsteht eine richtige, ja, fast schon Freundschaft zwischen den beiden. Und am Ende des Films hat man das Gefühl, dass beide voneinander gelernt haben und dass er es aber geschafft hat, als der Ältere, also sozusagen der Weisere, dem jüngeren Will Hunting den Schlüssel auf den Weg zu geben, mit dem er ein erfolgreiches und glückliches Leben bestreiten kann, was er ohne ihn auf jeden Fall nicht geschafft hätte. Er wäre quasi, wäre vermutlich sehr unglücklich und vermutlich auch gestorben. Deshalb ist er für mich in Sachen Film der stärkste und beste Mentor, den wir je gesehen. Alles klar, Etienne mit Robin Williams in Good Will Hunting. Sandro, okay, du bist dran. Alles klar, ich dachte mal, ich nehme keinen normalen Film, also einen animierten Film, und hab mir erstmal die Frage gestellt, was ist ein Mentor? Ein Mentor ist jemand, der sich für jemanden einsetzt, ihn betreut, ihn berät, jemand, der vielleicht auch weise ist, jemand, der in individuellen Lernprozessen hilft und unterstützt, und kaum eine Filmfigur verbindet all diese Eigenschaften so sehr für mich wie Rafiki aus König der Löwen.
Und ich habe Rafiki gewählt, weil Punkt 1. Der Name kommt aus dem arabischen Freund, Kamerad, Partner. Und da wären wir eben bei dem, was ich eben schon gesagt habe. Es ist jemand, der sich für jemanden einsetzt, ihn betreut und berät. Es ist eine Art Schamane. Er taucht genau zum richtigen Zeitpunkt auf, als Simba jegliche Hoffnung verloren hat. Punkt 2 hatte ich ja auch schon gesagt, jemand, der weise ist. Und Rafiki ist definitiv weise. Denn die wichtigste Weisheit, die er vermittelt, ist Remember who you are. Vergiss niemals, wer du bist. Denn der geknickte Simba schaut ins Wasser und sieht seinen Vater, König Mufasa. Und erinnert sich so halt, wo er herkommt und dass er zurückgehen muss zu diesem Königreich. Und der dritte Punkt, er unterstützt ihn im Lernprozess. Und zwar schlägt der Simba mit dem Stab, die Szene haben wir vielleicht alle auch noch vor Augen, und schlägt die ganze Zeit auf Simba mit seinem Stab, der dann halt sagt, hey, warum hast du das gemacht? Rafiki sagt halt, ist doch egal, es ist die Vergangenheit. Zumindest ist das, was du sagst. Letzten Endes ist dann die Lehre, die Rafiki dann erzählt, oh ja, die Vergangenheit kann wehtun, aber wie ich sehe, läuft man entweder davon oder man lernt davon. Und allein mit seinen starken Worten schafft er es, Simba zu überzeugen, in sein Königreich zurückzureisen und halt einfach Scar eins rüberzuhauen und dieses fucking Königreich zurückzuerobern. Und neben diesen starken Eigenschaften als Mentor kann er auch noch kämpfen. Er hat also nicht nur weise Worte, sondern ist auch noch im Kampf sehr stark, was wir dann im Finale sehen. Alles klar, vielen Dank Sandro, hier mit Rafiki. Gunnar, wer ist dein bester Mentor? Ich möchte bitte diese Runde mit einem Zitat beginnen, das ich hier aufgeschrieben habe. First learn stand, then fly. Nature rule, Daniel's son, not mine. Natürlich geht es um Mr. Miyagi aus Karate Kid. Er liefert nicht nur Weisheiten am Fließband. Er lernt Daniel in einer schwierigen Phase kennen und holt ihn runter. Daniel denkt, er wäre schon ausgereift. Er wäre bereit, das schönste Mädchen der Schule anzusprechen, den schönsten, den größten Football-Profi der Schule zu besiegen im Karate. Aber Mr. Miyagi geht da ganz andere Wege. Er bringt ihm nicht sofort Selbstbewusstsein bei, sondern macht es sehr, sehr langsam und hält ihn erstmal am Boden und sagt, okay, alles klar, bevor du fliegen lernst, musst du erstmal lernen zu stehen. Und da setzt er auf sehr, sehr innovative Methoden, die übrigens auch das Uni Saarland im Moment im Miyagi-Mentoring gerade benutzt. Am 7.7.2018 beginnt der erste Kurs des Miyagi-Mentorings an der Uni Saarland. Könnt ihr euch für einschreiben? Und diese innovativen Methoden, die bringen am Ende Daniels Hand tatsächlich zum Umdecken. Er weiß dann am Ende tatsächlich, dass er wirklich erstmal am Boden bleiben muss und langsam sich aufbauen muss. Natürlich kommt dann Daniels Hand immer wieder zum Punkt und sagt, ey, wann lerne ich endlich die geilen Karate-Moves? Und Mr. Miyagi sagt, nein, 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 streiche erstmal meinen Zaun. Also, wenn man Karate bei Mr. Miyagi lernt, dann lernt man nicht nur Karate, man lernt auch noch Streichen. Man lernt, wie man einen Fußboden bonert. Man lernt, wie man ein Auto poliert und dann lernt man Karate. Also man lernt also vier Sachen, obwohl er eigentlich nur eine Sache wollte. Das ist natürlich auch noch ziemlich geil. Du darfst nicht so gucken und dann das aufschreiben, das ist nämlich gut. Ziemlich geil. Nee, ich bin noch nicht fertig. Zeit ist auch rum. Er lernt natürlich dann auch noch, dass man Respekt haben muss vor alten Leuten. Und das Allerwichtigste, der Mentor ist nicht perfekt. Mr. Miyagi ist ein Trinker und so tatsächlich lernt er auch was vom Daniels Hand, dass vielleicht Alkohol nicht alles ist. Und so ist Mr. Miyagi ein Mentor für Daniel und auch für den Zuschauer. Alles klar. Gut, vielen Dank für diese kurzen, knackigen, impulsiven Eröffnungsstatements. Ich gebe den Raum offen für die Diskussion. Bitte schön. Ich habe eine Frage zu dieser Uni Saarland-Geschichte, ja. Die du angesprochen hast. Habe ich gegoogelt. Ja, das denke ich mir. Was passiert da genau? Wollen die dann irgendwie die Heuersäle neu renovieren und suchen Leute, die helfen? Wie muss man sich das vorstellen? Nein, das ist ja noch geheim natürlich. Achso. Man kommt ja mit seinen individuellen Problemen dahin und dann. Also du weißt auch nicht wirklich, was da passiert. Aber nein. Was sagt das denn aus für dein Argument? Also, was willst du uns damit sagen? Dass tatsächlich diese Mentorfähigkeiten so gut sind, dass sie von der Uni
aufgenommen werden also, und dann in einen Kurs gebracht werden, weiß nicht, ob, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob sie so gut sind. Ich glaube, dass sie sehr bekannt sind. Ich glaube, dass Mr. Miyagi der bekannteste Posterboy, was asiatische Glückskicks-Sprüche angeht, ist. Also, da keine Frage. Aber ob er auch wirklich gut ist, ist halt die Frage, weil wenn man sich anguckt, dass es ja noch zwei weitere Teile von Karate ja, gibt. Nein, warum gibt es keinen weiteren Teil von dem? Weil dein Mentor... Lass ihn erstmal sein Argument zu Ende führen. Es gibt ja zwei weitere Teile von Karate Kid, wo im Prinzip... Drei. Wo man ja mit Daniel San, du hast ja, ja das Verhältnis okay. von Daniel San angesprochen. Es gibt zwei weitere Teile mit Daniel San, wo man ja dann feststellt, dass doch irgendwie das, was du gerade so vorgehoben hast, nämlich alles aus dem ersten Teil im Prinzip, überhaupt nicht gefruchtet hat bei Daniel San. Nein, überhaupt nicht. Im dritten Teil wechselt er sogar seinen Mentor, weil er mit Mr. Miyagi nicht mehr zurechtkommt. Aber das Verhältnis ist zumindest... Naja, natürlich ist das Verhältnis zwischen dem Mentor immer ein bisschen zerrüttet. Wie war es denn bei dir? Bei deinem Mentor? Da war das Verhältnis auch im ersten Film ein bisschen zerrüttet. Es gibt nur einen Film. Aber wie war es eigentlich bei dir liegt das Problem, warum gibt es denn keinen zweiten Good Will Hunting? Weil dein Mentor seinen Schützling verlässt. Miyagi bleibt halt am Ball, auch wenn es schwierig wird. Deiner sagt einfach, okay, alles klar, hau ab. Ja, nach Teil 1. Vielleicht auch eine Franchise-Hollywood-Geschichte. Good Will Hunting 2 und 3. Vielleicht ist es auch eher da so eine Hollywood-Geschichte. Ich glaube in meinem Fall, dass mein Mentor, also Sean McGuire, das ist wirklich, und das finde ich das Schöne, es gibt, wenn man den Anfang des Films vergleicht, auch mit dem Ende des Films, es gibt so diesen Weg, den die beiden gemeinsam gehen. Immer wieder kommen diese Therapie-Sessions und du siehst richtig, es gibt diese eine wirklich krasse Szene im Park, wo Sean McGuire neben Will Hunting sitzt. Man muss dazu sagen, Will Hunting ist ein Genie. Der Typ ist schlauer als sein Mentor im Prinzip. Das ist alleine schon mal eine hochinteressante Konstellation. Daniel San, Daniel San ist ein, das ist im Film, wird es gesagt sogar, sagt Sean McGuire, sagt sogar selber, dass er ein Genie ist, das ist die Story des Films, Gunnar, ganz ehrlich. Und im Gegensatz bei euch beiden sind die beiden natürlich, in deinem Fall ist er halt jung und dumm und naiv. Und bei dir ist er eigentlich auch. Natürlich ist er jung und dumm. Sie sind alle jung und dumm und naiv, aber in meinem Fall ist er halt eigentlich. Vom Potenzial her besser. Du kannst doch nicht meinen Mentoren vorwerfen, dass dein Schützling schlechter ist als deiner. Was ist das denn für ein Argument? Ich sage, das macht es zu einer interessanteren Geschichte. Ja, es geht aber nicht um die Geschichte. Ja, Moment. Ausreden lassen. Dann kann ich. Es bringt nichts, wenn du jedes Argument, wenn du mir jedes Mal ins Wort fällst, kann ich kein einziges Argument. Dann gewinnst du einfach nur, weil ich nicht ausgesprochen habe. Okay, versuchen wir es nochmal. Also, es gibt in dieser besagten Szene im Park, Sean McGuire selbst, ich weiß, dass du ein Genie bist, aber alles, was du weißt, hast du dir im Prinzip angelesen. Du zitierst irgendwelche Quellen, du zitierst irgendwelche Bücher. Ich kann von dir im Prinzip nichts wirklich lernen, was ich nicht auch in einem Buch lernen kann. Aber du hast noch nie wirklich geliebt. Du warst nicht im Krieg, du weißt nicht, wie es ist, wenn jemand stirbt in deinen Händen. Er sagt zu ihm, du weißt nicht, wie es ist, wenn du neben jemandem aufwachst und zum ersten Mal fühlst, wie es ist, wirklich glücklich zu sein. Und das sind genau die Punkte. Und da merkst du, dabei connecten sie. Da hat er es geschafft, dieses Genie, das davor noch nie jemand erreicht hat, der eigentlich gedanklich ins Exil gewandert ist, da hat er einen Punkt erreicht, wo es kippt, möchte ich fast sagen, wo Will Hunting bereit ist, vom Mentor anzunehmen und zu lernen. Das ist aber was anderes. Bei dir ist es einfach nur, Daniel San will Karate lernen, um die Olle zu kriegen. Und das ist halt so viel simpler. Und deshalb funktioniert es auf der Leinwand natürlich für 12-Jährige und kriegt noch 15 weitere Teile. Mit Hayden, wie heißt er, Jaden Smith. Ja, das sagt das schon alles. Ja, aber Mr. Miyagi sieht ja, dass er das Karate nicht das Wichtige ist, sondern auch das andere viel, viel wichtiger ist, dass Daniel am Boden bleibt und erstmal selbstbewusst wird. Aber du hast es selbst gesagt, dass Mr. Miyagi nicht perfekt ist. Das ist eigentlich ein Argument gegen dich selbst, weil er damit kein Vorbild ist und keine Vorbildfunktion hat, weil er eben nicht perfekt ist und weil er diese Schwächen hat. Das sehe ich nicht so. Nee. Aber was Ein Mentor muss nicht perfekt sein. Alle großen Mentoren in Filmen sind nicht perfekt. Meiner ist auch ein Alkoholiker, trauert über den Verlust seiner Frau, die an Krebs gestorben ist. Und am Ende des Films, das ist die Katharsis, merkt er, auch er hat durch Will Hunting gelernt, loszulassen, die Vergangenheit loszulassen und wieder sich auf was Neues zuzulassen. In deinem Fall weil dein Film ein plumper Disney-Film ist für 6-Jährige, wo es darum geht, dass der dreimal mit dem Stock sagt, die Vergangenheit ist aber auch ein Teil von uns. Dann sagt er doch Matsch Banana und das ist der gute Weisheit. Alter, ihr müsst halt die Szene nochmal anschauen. Ich gebe dir so viel, Sandro, dass deiner natürlich ein Mentor ist, für einen 6-Jährigen der erste Mentor, den er sieht. Das ist die Qualität von Rafiki, dass du sagst, okay, ich sehe zum ersten
ersten Mal einen Film mit einem Mentor, aber da bleibt doch nichts hängen. Du kannst als Erwachsener kannst du nicht mehr. Ach, komm mal, ich hab's als extra. Kannst du nicht mehr gucken und was mitnehmen. Okay, haben wir verstanden, lass ihn mal antworten. Aber ich hab's ja extra erklärt. Ich meine, ich mag den Film ja immer noch und ich hab's extra erklärt, warum es so ist. Also, was ein Mentor verbinden muss und welche drei Eigenschaften er eben verbindet. Du hast eben nicht nur, er sagt hier, Asante ist eine Matschbanane und dann fertig aus, sondern er sagt zum einen weise Worte. Also ich habe ja die drei Phasen erklärt einfach. Er setzt sich für jemanden ein, er betreut die ganze Zeit Simba, er berät ihn, er ist dann weise, hat weise Worte permanent. Und da ist halt dieser wichtige Lernprozess eben im Endeffekt. Also er hat auch noch diese Message, okay, die Vergangenheit kann wehtun, aber vergiss sie oder vergiss sie nicht, also nimm sie mit, aber mach daraus was Gutes und entwickel daraus eine neue Kraft, kehr zurück und sei einfach der Krasseste in diesem Königreich. Aber braucht man unbedingt dafür körperliche Gewalt? Naja, du hast ja gesehen, wie das Königreich übernommen wurde, mit Gewalt. Wie bekämpfst du Gewalt? Was willst du sonst machen? Es gab keinen Ausweg. Er ist weggerannt, er kam zurück, hat dieses Königreich zurückerobert. Rafiki hat ihm sogar dann noch geholfen im Kampf. Das heißt, er verbindet sogar noch diese Mentoreigenschaften, die ich ja schon mehrfach erklärt habe, und kann auch noch im Kampf helfen. Was gibt's denn Besseres als fucking Mentor? Ich finde nicht, dass ein Mentor seinen Schützling schlagen muss, um ihm das beizubringen. Geht es nicht auch mit Worten? Das ist ja nur eine Metapher, die er dafür. Also, das ist ja nur eine Verbindung gewesen, um ihm zu erklären, ey, das tat ihm auch weh, aber es ist halt die fucking Vergangenheit. Aber daraus kannst du was Schönes machen. Mir ist das zu simpel. Das ist irgendwie. Sorry, ich bleib dabei. Mir ist Rafiki, das ist mir einfach zu seicht, zu sagen, ja, vergiss die Vergangenheit und konzentrier dich nach vorne. Ja, okay. Das ist für einen Sechsjährigen okay, aber da ist doch nichts. Ja, also, aber da ist das ja kannst du wirklich ganz ehrlich, also jetzt mal. Butter bei die Fische, Leute, das kannst du doch nicht vergleichen mit dieser Szene im Park, die ich gerade zitiert habe, wo du einfach nur da sitzt, die 10 Minuten langen Dialog zwischen Robin Williams und Matt Damon ist, wo du einfach nur denkst, alter Schwede, okay, fuck, das ist einfach gerade ein Mindfuck gewesen. Da kommst du hier mit sowas. Also, Alter, come on, hast du gesehen, wie am Arsch Simba ist? Der hat sich komplett entfernt von dem Ganzen. Ja, und Rafiki regelt das mit wenig Worten innerhalb von drei bis fünf Minuten. Das ist unrealistisch. Und das ist auch Disney-Quatsch. Ich meine, er hat seinen Vater verloren. Und dann kommt Rafiki, macht einmal einen Tanz und singt ein Lied und zack, ist es alles. Er zeigt ihm seinen Vater im Spiegelbild und noch am Himmel und sagt halt, erinnere dich, erinnere dich, wo du herkommst. Okay, gut, ganz gut. Das haben wir schon gehört. Eine Sache nur sagen. Ja, Rafiki kommt ungefähr 5 Minuten in dem Film vor und du willst ihn als großen Mentor. Der ist von Anfang an dabei. Ja, aber insgesamt, Showtime hat er vielleicht 5 Minuten im ganzen Film. Ja gut, der Film geht etwas über eine Stunde, aber... Ehrlich, und jetzt sag mal ganz ehrlich, ohne zu lügen, musstest du den Namen googeln, weil du selber nicht mehr wusstest, wie er heißt? Ist einer meiner Lieblingsfilme, also nee. Gut. Ich noch eine Frage. Also, ihr habt noch die letzte Chance, aber ganz kurz, noch mal alles zusammenzufassen. Ich will noch ganz kurz fragen, Gunnar, was dachtest du bei König der Löwen, wen ich eigentlich da... Ich dachte, du willst Timon und Pumba nehmen, weil Rafiki für mich einfach kein Mentor ist. Und außerdem möchte ich noch eine Frage sagen. Etienne fragen? Ja, gerne. Wer ist der beste Mentor in einem Kampf? Mr. Miyagi gegen Sean Maguire. Wer würde gewinnen? Aber das, come on. Karate-mäßig, meine ich. Ja, aber also in einem Karate-Kampf. Ja. Also es gibt diese eine Szene tatsächlich bei Good Will Hunting. Und darf ich ernsthaft drauf eingehen? Rafiki würde gewinnen. Einsatz. Es gibt diese eine Szene, wo du siehst, dass Matt Damon, der ein Prügelkind ist, der aus dem Bostoner Ghetto kommt und direkt in der ersten Szene Robin Williams beleidigt und sagt, ob er nicht froh ist, dass seine Frau irgendwie tot ist, so ungefähr. Und Robin Williams sieht plötzlich rot, rennt auf ihn zu, packt ihm an den Hals, klatscht ihn an die Wand und bringt das berühmte Zitat, I will end you. Alles klar, vielen Dank. So, wir haben einiges gesehen. Atme mal kurz durch, es ging wieder hoch her. Jetzt hat noch mal jeder die Möglichkeit, kurz und knackig bitte, kurz und knackig mit einem prägnanten Schlussplädoyer zusammenzufassen. Gunnar, du fängst an. Mr. Miyagi zieht Daniel Zahn am Boden, an den Boden zurück, wenn er es braucht. Er hält ihn von seinem Höhenflug fern und bringt ihm Karate bei. Sano. Rafiki kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und sagt weise Worte, sagt innerhalb von 3 bis 5 Minuten, warum es jetzt nötig ist, dass Simba zurückkehren muss und warum er dieses Königreich zurückerobern muss. Und bezieht sich gleichzeitig auf die Vergangenheit. Und zwar in dem Punkt, in dem er sagt, erinnere dich an dort, wo du herkommst und an dem, wer du eigentlich bist. Ja, ich kann eben meinen Mentor gar nicht in einem Satz so leicht beschreiben, weil er viel multilayered ist. Es gibt nicht nur eine Lehre, die Sean Maguire hat.
Er ist ein wirklich smarter Kerl, der es schafft, Good Will Hunting, also den guten Will Hunting sozusagen tief zu berühren und damit auch den Zuschauer. Meiner Meinung nach bietet er viel, viel mehr Substanz als auch Mr. Miyagi, den ich sehr sympathisch finde und süß, und als den Mentor für Sechsjährige. Alles klar. Gut, damit ist die erste Runde beendet. Wir haben einige Argumente gehört. Ja, Sandro, du hast auf jeden Fall den Wikipedia-Artikel gelesen, das muss man dir lassen. Du hast gut recherchiert, was ein Mentor ist und was ein Mentor alles ausmacht. Das man muss es ja erstmal klären. Das hast du auch schön aufgezählt. Du hast mit Rafiki auf jeden Fall jemanden reingebracht, an den man nicht sofort denken würde, aber der natürlich die Mentorenfunktion hier auswirkt. Du hast auch ein bisschen beschrieben, was genau er als Inhalt hier vermittelt. Man soll die Vergangenheit bewältigen und man soll remember who you are. Es hat mir ein bisschen gefehlt, was ihn jetzt so wahnsinnig besonders macht, was genau das ist, was ihn ausmacht. Das sind ja Botschaften, die kriegt man häufig mit. Vergangenheit bewältigen, remember who you are. Was macht er denn so anders? Was ist denn das Besondere an ihm? Warum ist es gerade er, der diese Botschaften so fantastisch vermittelt, die in jedem zweiten Film mehr oder weniger vermittelt werden, dass der Held sich darauf besinnen muss, was er ist, habe ich schon oft gehört, aber warum Rafiki das jetzt gerade so perfekt umsetzt, habe ich nicht ganz mitbekommen. Gunnar meinte, dass er nicht die ganze Zeit im Film da ist, finde ich, muss auch gar nicht unbedingt sein, wenn du es geschafft hättest, mir klar zu fassen, warum er so einen unglaublichen Einfluss bei dir hinterlassen hat und sogar besser war als Timon und Pumba. Dann wäre das auf jeden Fall kein Problem gewesen. Ja, Gunnar, Mr. Miyagi, so ein bisschen der Klassiker unter den Mentoren, auf jeden Fall hoch mit dabei, kennt jeder, mittlerweile auch im Saarland angekommen. Du hast auch beschrieben, dass er nicht nur von oben herunter sagt, was richtig ist und was falsch ist, sondern dass er versucht, seinen Schüler auf den Boden runterzuholen. Ich meine, da sind viele legendäre Szenen dabei. Du hast auch gesagt, dass er nicht perfekt ist, dass es da auch Reibereien gibt. Eddie hat angesprochen, dass er damit eigentlich nicht erfolgreich ist, weil er in Teil 2 und 3 es da Probleme gibt und weil die Situation nicht ganz ankommt. Da kann natürlich irgendwie auch der narrative äußerliche Gründe dafür zusammenhängen. Aber an sich waren da schon ein paar gute Argumente dabei. Mir hat ein bisschen gefehlt, dass du mir nochmal konkret analysierst, wie er das macht. Also du hast immer wieder gesagt, diese Mentorenfähigkeiten vermittelt er und diese Fähigkeiten. Und wir kennen alle diese Szenen mit dem Autowischen und warum die so geil sind. Aber das würde ich gern von dir hören, warum diese Szenen so gut sind und was das Geniale daran ist. Und all das hat mir ein bisschen gefehlt. Du hast nur immer wieder wiederholt, ja, man muss ihn runterholen, muss ihn runterholen. Ich fand es ganz gut, dass du angesprochen hast, dass er seinen Schüler nicht nur in seiner tatsächlichen Aufgabe anspricht, dem Karate sein, sondern versucht, ihn als Menschen zu bilden und ihn erstmal kaputt zu machen. Also da hat man schon ein bisschen erahnen können, was so sein Stil ist. Er bricht ihn erstmal kaputt, er macht ihn fertig auf einen Nullpunkt und baut ihn dann wieder neu auf. So, das fand ich schon ganz gut. Da war auf jeden Fall vieles dabei. Eddie, auf jeden Fall auch ein bekannter Mentor, jetzt natürlich nicht auf so körperliche Fähigkeiten, sondern eher ein mentaler Mentor dabei. Auch du hast gesagt, er unterstützt die Hauptfigur eher. Die Hauptfigur ist ja auf einem sehr starken eigenen Weg und dieser Mentor ist nicht jemand, der jetzt irgendwie, der eigentlich gar nicht so unbedingt benötigt werden würde, sondern der eher so unterstützt, so der auf jeden Fall mit dabei ist. Und das stimmt, ich habe gesagt, er wäre sogar ohne seinen Mentor vermutlich gestorben. Also okay, bewegt. Ja, das habe ich. Okay, ne, aber ja, sagen. Auf jeden Fall. Aber er ist ja zumindest auch nicht freiwillig bei ihm. Also es ist ja auf jeden Fall eine gespannte Situation. Du hast gut angesprochen, was er genau seinem Schüler denn mitteilt, was die Botschaft ist, dass sein Schüler nur Bücherwissen hat und dass er noch viele andere Erfahrungen hat. Und da hat mir auch ein bisschen gefehlt, konkret zu beschreiben, wie er das macht, wie er das umsetzt. Also du hast gesagt, sie halten einen langen Monolog. Ja, aber was passiert denn in diesem Dialog? Was sind denn genau die emotionalen Punkte, die er da angreift? So, dass er nur einen Dialog hält, das ist noch nichts, ist kein Argument. Da muss noch mehr kommen, was da in. Gunnar hat den guten Punkt angebracht, dass er seinen Schüler im Stich lässt, letzten Endes. Habe ich von dir keine Antwort gehört, warum das jetzt ist, warum ihn das nicht als Mentor unbedingt abschwächt. Ja, nicht. Also, ja, aber dann musst du das sagen. Ja, aber du kannst nur sagen, er wird am Ende von dem Raumschiff entführt. Da muss ich sagen, nein. Ja, da musst du sagen, nein. Wenn er einfach sagt, er lässt seinen Schüler im Stich, dann musst du, also du kannst ja zumindest sagen, warum man das anders interpretieren kann. Na, er hat gesagt, er lässt ihn gehen. Ich meine, es ist halt ein Therapeut. Das bedeutet, er ist geheilt. Also es ist für mich kein... Ja, aber das muss man trotzdem, das muss man nochmal ansprechen. Warum das, ich meine, da hat er einen Punkt. Wenn er sagt am Ende, er lässt ihn alleine, es stimmt ja in gewisser Weise. Warum aber tut er das nicht? Warum ist das kein Alleinlassen in der Hinsicht? Ich habe gesagt, weil er ihn geheilt hat. Das hast du nicht gesagt. Also, auf jeden Fall möchte ich sagen, ihr habt alle angesprochen, ungefähr, was sie machen. Ich finde,
von dem Niveau, dass man sagen kann, man versteht, warum dieser Mentor so einen großen Einfluss hat und was er ihm genau mitteilt und was er auch seinem Schüler mitteilen kann, finde ich, hat die Eddie am meisten überzeugt. Der es auch geschafft hat, diese Interaktion zwischen den beiden Figuren so ein bisschen aufzudröseln, diesen Schüler, der ja sehr auf seinem eigenen Weg ist und der eigentlich alles versucht zu wissen, und dass Robin Williams dann mit seiner Figur in dem emotionalen Austausch, du hast auch diese eine Szene geschrieben, wo sie aneinander geraten sind, mit diesem I Will End You, wo sie also auf verschiedene Arten, wo man sich sozusagen diese Beziehung, die am Ende heilsam ist, erstmal erarbeiten muss. Deswegen geht für mich dieser Punkt an Eddie. Herzlichen Glückwunsch. Ich hätte auch tatsächlich, ey, haben wir jetzt gemacht, ey. Fallen mir noch ein paar Sachen ein, die ich auch wirklich nicht erwähnt habe. Ist halt der beste Mentor auch. So. Ey, ohne Scheiß, da kann man nicht viel Fabian, sagen. Fabian, ja. Was sagt die Community? Gab es da andere Vorschläge? Was hast du gefunden? Ja, also die Community ist tatsächlich sehr bei deiner Einschätzung, Florentin. Also ich habe eine kleine Umfrage auf Twitter gemacht. 68% ist auch bei Eddie am Start, 20% bei Gunnar, 12% bei Sandro. Bei Sandro haben tatsächlich auch ein paar Leute gesagt, ja, das mit der Screen Time, dass er wirklich nur irgendwie 5 bis 10 Minuten war, das fanden auch viele, war ein legitimes Argument. Aber ansonsten war die Runde noch ein bisschen zu Hakuna Matata für die alle Beteiligten da draußen. Es kann euch richtig anziehen. Alles klar, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Geht's euch gut? Alle sind ja, ich finde das geil. Ihr seid gebeutelt. Das ich weiß, es ist auch wenn ich den Punkt jetzt habe, mir fallen so viele Sachen noch ein, die ich eigentlich noch sagen wollte. Ich fange also gerade, was du dann kritisiert hast, dass es einfach nicht tief genug erklärt wurde, warum der dann auch so wichtig ist und so einen Impact auch auf mich hatte und immer noch hat. Ich meine, ihr habt Mr. Miyagi, hatte ihm das alles zurechtgelegt und dann geht die Uhr los oder so. Und ich habe diese eine Szene, wo er sagt, it's not your fault. Also dieses, das ist alles auch so komplex. Es ist halt gar nicht so einfach, das alles zu ordnen, was da passiert, weil das ist ja wirklich wie so eine zweistündige Therapiestunde. Und dass das dann so in zwei schlagfertigen Sätzen, dafür müsste man sich vorbereiten. Total. Deswegen habe ich gesagt, ich nehme die einfachere Antwort. Da brauche ich nicht so viel drum heißen. Ich meine, diese Filme, ihr habt die ja gesehen und die haben euch ja berührt auf eine Art. Ja, ja. Die haben euch irgendwas emotional mitgegeben. Und das würde ich gerne raushören, was das genau ist und warum diese Filme es genau auf diese Art geschafft haben. Und da brauche ich auch keine Liste von 3 Punkten, die er erfüllt, sondern ich will wissen, warum hat der was hinterlassen? Warum denkst du heute noch an das, was dieser Mentor gesagt hat? Aber ich glaube, dass Und ganz kurz, ich hatte ja auch ursprünglich, darf man das sagen, ich hatte ja auch mal über Mr. Miyagi nachgedacht, weil ich den natürlich tatsächlich auch toll finde. Und ein Punkt, den du gar nicht erwähnt hast, der bei Mr. Miyagi, ich glaube, du hast den gemeint, aber du hast ihn gar nicht erwähnt, ist halt dieses Ding, dass dieses mit dem schleifen Boden und lackieren Haus oder was weiß ich, oder Nägel hämmern und so weiter. Und dann gibt's ja diese eine Szene, wo Daniels dann richtig sauer ist und sagt, die ganze Zeit baue ich hier das Haus und lerne aber kein Karate. Und dann sagt er, zeig mir schleifen Boden. Und dann macht er diese Bewegung und dann haut Mr. Miyagi mit dem Karateschlag zu. Und dann merkt er hat die ganze Zeit eine Abwehrbewegung von Karate gelernt. Und dadurch wird ja klar, dass er quasi ihm gar nicht, und das ist das Geile, was ein Mentor ja macht, ist, dass er nicht hingeht und sagt, du musst das so machen, sondern ähnlich wie das auch eben Sean McGuire macht, sondern diese Selbsterkenntnis, das, was ja auch Psychotherapie im Prinzip ist, du bist ja auch ein Experte auf dem Gebiet, ne? Also, weil du dich für Psycho und Sigmund Freud. Ich wollte nicht sagen, weil er seit 20 Jahren in Therapie ist. Und das ist halt diese Selbsterkenntnis, das ist, glaube ich, das Wichtige an dieser Mentorgeschichte, was du so ein bisschen vergessen hast, rauszuarbeiten. Ich aber tatsächlich auch nicht wirklich gut rausgearbeitet. Gut, wir schnaufen alle nochmal durch und beruhigen uns und gehen mal ganz kurz in die Werbung. Ihr könnt weiterhin fleißig twittern unter Hashtag Filmfights und wir sind gleich wieder zurück mit Runde 2. Ich bin sehr gespannt. Filmfights. So herzlich. Eddie feiert seinen Sieg mit einem Huhn. Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind kurz vor Runde Nummer 2. Ich bin sehr gespannt, was die Kandidaten sich haben einfallen lassen. So, also kommen wir jetzt zu Runde Nummer 2. Ja, Filme können viel. Filme können Angst machen, traurig machen. Aber sie können auch einen, wenn man ganz unten am Boden ist und nicht mehr weiter weiß, nochmal ganz nach oben ziehen und richtig Bock aufs Leben machen. Und wir suchen den Film, der am meisten Lebensfreude versprüht, der jemanden, der die Lust am Leben verloren hat, nochmal umdrehen lassen kann. Und diesen Film suchen wir heute. Und Sandro macht den Anfang. Welcher Film versprüht am meisten Lebensfreude?
Also, auch da dachte ich wieder, ich nehme keinen normalen Film, irgendwie einen realen Film, sondern einen Animationsfilm. Und das ist natürlich, ich kannte nicht die Reihenfolge, deswegen ist es wieder ein Animationsfilm. Aber ey, heißt ja nichts Schlechtes. Es ist ein Pixar-Film und es ist mein liebster Pixar-Film tatsächlich, der direkt in den Kopf schaut, beziehungsweise ins Herz schaut und unterschiedliche Emotionen auch darstellt einfach als Persönlichkeiten. Es gibt die Freude, gelb dargestellt als Persönlichkeit. Es gibt Kummer, blau dargestellt, Angst, lila dargestellt, Wut in Rot und Ekel in Grün. Und diese Emotionen werden verpackt an eine Schaltzentrale im Kopf. Das heißt, sie, je nachdem, was passiert, ist halt die Person oder die Persönlichkeit im Fokus, die halt gerade überwiegt. Also wenn es einen fröhlichen Moment gibt, dann ist die Freude gerade am Schalthebel und so weiter und so fort. Zur Story will ich nicht allzu viel verraten, aber der Film ist an sich insgesamt eine Ode an die Freude. Am Ende steht die Erkenntnis im Endeffekt, dass alle Gefühle, auch die vermeintlich negativen, ihre Daseinsberechtigung haben und ihre Zeit vor allem haben und dass Kummer ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist. Das heißt, egal was passiert ist, auch aus negativen Momenten kann was Tolles entstehen. Und dieser Film stellt sicher, dass man Trauer zulässt und erst ganz unten sein kann, um aber im Endeffekt ganz nach oben zu kommen. Erst die Trauer verspüren, um wieder Freude haben zu können, damit umgehen zu können. Und durch das Zusammenspiel von Kummer und Freude, das ist dann auch im Endeffekt das Ende des Films oder die große Erkenntnis, durch das Zusammenspiel von Kummer und Freude entsteht eine neue Kernerinnerung, die halb gelb und halb blau ist, also halb Freude versprüht und halb Kummer versprüht. Und dass beides einhergehen kann und man daraus im Endeffekt was lernen kann und daraus was Schönes machen kann, das stellt dieser Film dar. Und das hat mich nachträglich, also auch schon beim ersten Mal, aber nachträglich jedes Mal, wenn ich dran denke, begeistert. Und deswegen ist dieser Film hängen geblieben so sehr. Und es gibt halt an diesem Schaltpult, den ich ja eben schon erwähnt habe, noch eine Erweiterung. Denn da werden jetzt auch die Kugeln hingepackt, die halb gelb und halb blau sind. Also wo Freude und Kummer zusammengeführt wird und eine komplexe Kernerinnerung entsteht. Und das ist der Grund, warum dieser Film mich so beeindruckt hat. Alles klar, Inside Out bei Sandro. Gunnar, was? Ja, ich habe mir einen Film ausgesucht, bei dem es um einen Charakter geht, der selbst unter schlechten Voraussetzungen oder unter nicht den besten Voraussetzungen ins Leben startet. Und zwar ist das Forrest Gump. Wenn man mit einem depressiven Menschen Forrest Gump guckt, da lernt man auf jeden Fall, dass es wichtig ist oder dass es auf jeden Fall bei Forrest Gump gut funktioniert, wenn er einfach Dinge versucht. Er erreicht sehr, sehr viele verschiedene Sachen im Leben. Er ist bei sehr vielen geschichtsträchtigen Momenten dabei, weil er einfach mal macht. Und er geht so positiv in diese Welt rein und erlebt so viele tolle Dinge, dass man dadurch schon allein die Lust am Leben zurückgewinnt. Da sagt die Mutter von Forrest Gump einen sehr, sehr schönen Satz, ganz am Anfang des Films. Die sagt nämlich, niemand ist besser als du. Und wenn man sich diesen Satz zu Herzen nimmt und danach lebt, dass man sagt, okay, alles klar, ich versuche es jetzt einfach mal, auch wenn ich es vielleicht nicht hinkriege, aber ich versuche erstmal was, um ein besseres Leben zu haben, oder ich gehe offen in das Leben hinein und dadurch entstehen schöne Dinge. Und wenn man sich das zu Herzen nimmt und so einen Film guckt, glaube ich, dass man ein kleines Stück Lebensfreude durch diesen Film wiederbekommen kann. Alles klar, Forrest Gump bei Gunnar. Eddie. Ich habe einen anderen Ansatz ein bisschen. Ich habe auch lange über die Frage nachgedacht, weil die Frage ist ja schon drastisch gestellt. Welchen Film würdest du jemandem zeigen, der die Lust am Leben verloren hat? Das ist ja schon fast anmaßend, einem dann da zu sagen, weil das spricht ja für eine vielleicht auch schwerwiegende Depression, zu sagen, dass ein Film das heilen kann. Ich habe drüber nachgedacht, in dunklen Passagen meines Lebens, was mir am meisten bei sowas geholfen hat, und das waren meistens nicht einfache Botschaften, wie Trauer gehört zum Leben dazu, oder yes, du kannst es schaffen, sondern was mir tatsächlich am besten geholfen hat, das aber eine natürlich subjektive Sache ist, Spaß und lustig und Lachen. Und es gibt keinen Film, der das besser für mich übertragen hat als Das Leben des Brian von Monty Python. Ein Film, der von der allerersten Szene bis zur allerletzten Szene so unfassbar lustig ist und so unberechenbar ist und teilweise auch einfach so viel Quatsch beinhaltet und so viel Kreativität, dass es eine pure Freude ist, ihn sich anzugucken. Und man wirklich einfach 2 Stunden lang
zwei Stunden lang komplett alle seine Sorgen vergisst. Es hilft natürlich, dass es in dem Film auch um eine Person geht, die eigentlich von Anfang an der Arsch ist, weil alle denken, also er ist nicht Jesus. Die erste Szene fängt schon damit an, dass die Heiligen Drei Könige reinkommen, denken, da sie haben das Jesus-Baby gefunden und dann im Zelt nebenan aber Jesus sehen und wieder reinkommen und der Mutter die Sachen klauen. Und damit ist eigentlich schon bestimmt, dass das Schicksal für Brian relativ schlecht ist. Und der Film ist einfach von Anfang an lustig und endet dementsprechend auch mit der großartigen Hymne, der lebensbejahenden Hymne, die wir alle kennen, Always Look on the Bright Side of Life. Alles klar, wir haben die drei Antworten gehört. Ich gebe die Runde frei, bitteschön. Also ich muss gleich mal sagen, was für mich gegen das Leben des Brian steht. Und zwar bereitet es zwar eine kurze Freude, du hast ja auch gesagt, es ist sehr subjektiv, man guckt sich Komödien an und freut sich dann halt, aber das ist halt, keine Ahnung, wie lang der Film ist, etwa 2 Stunden wahrscheinlich. Es ist eine kurze Freude, aber es ist kein Gefühl von Glück auf Dauer. Also dieser Film ist einfach nicht nachhaltig. Weil was sagt ihr dir denn, wenn du, keine Ahnung, einen Tag später denkst du vielleicht, okay, gestern habe ich einen lustigen Film geschaut, aber darüber hinaus ist da nicht viel mehr. Ja. Ich finde es auch schwierig, Inspiration aus diesem Film zu ziehen, weil das sind eigentlich nur dumme Gags und da hat doch der Betroffene dann auch nichts davon am Ende. Ja, da glaube ich, da tut ihr dem Film auch ein bisschen Unrecht. Ich meine, im Prinzip ist es auch nichts anderes. Ich meine, eure Filme sind ja auch teilweise brüllend lustig. Bei dir wird irgendwie so getan, als ob Forrest Gump Apple erfunden hat und Red Lobster. Und deiner ist ein Pixar-Film, den du meiner Meinung nach komplett falsch verstanden hast übrigens. Geht wirklich eigentlich eher um, es ist eigentlich ein Coming-of-Age-Film, der eigentlich vom Verabschiedung der Kindlichkeit und der kindlichen Fantasie meiner Meinung nach geht. Beide Filme sind lustig, aber ich reduziere eure beiden Filme nicht auf lustig. Ich finde, beide Filme haben auch diese Message der Hoffnung in meinem Film am Ende auch. Gerade diese Szene mit Always Look on the Bright Side of Life, da ist Brian ans Kreuz genagelt und wird einfach nicht von seiner eigenen Mutter nicht abgehängt. Das ist natürlich auch schon Tragikomik, ist gleichzeitig sogar auch ein politischer Hinweis auf den Palästina-Konflikt mit der jüdischen Volksfront und der Volksfront von Judäa, die beide kommen. Also da steckt schon mehr dahinter, als man den Film vielleicht attestieren müsste. Nur weil er lustig ist und nur weil er von Monty Python ist, heißt das nicht, dass es einfach aber dumm. Und ich, nur auf Sandro einzugehen, deshalb sage ich, es ist natürlich eine subjektive Herangehensweise. Aus meiner persönlichen Sicht sind, wenn du wirklich eine Depression hast und wenn du wirklich nicht mehr leben willst, ist es unglaublich schwer, überhaupt Freude zu empfinden. Und ich glaube, wenn du erstmal 2 Stunden Freude empfunden hast und merkst, du kannst durch einen tollen Film 2 Stunden Freude empfinden, dann ist das der allererste Schritt, den du gehen musst, um da aus dem Loch wieder rauszukommen. Also ganz kurz, ich glaube, wir maßen uns alle nicht an, irgendwas über Depressionen zu sprechen oder das Film in irgendeiner Weise. Natürlich, die helfen. Es geht einfach darum, welcher Film macht am meisten Lebensfreude und hat einfach. Aber für mich hat es keine Nachhaltigkeit. Kurz zu deinem Kritikpunkt, dass es ja eine Coming-of-Age-Story wäre. Natürlich ist mir bewusst, dass es eine Coming-of-Age-Story ist, aber im Endeffekt gehört das ja dazu. So, ich habe ja jetzt nicht viel zur Story erzählt, was gehört dazu? Dass du halt negative Momente, die du gerade in der Pubertät hast und mit diesem ganzen Gefühlschaos, das du hast, was ja dargestellt wird in den 5 Farben, dass du mit diesem Gefühlschaos erstmal zurechtkommen musst und auch wenn da mal Trauer dabei ist oder halt Kummer dabei ist, kann sich daraus was Schönes entwickeln, weil es eine Erfahrung ist und das verbunden wird mit Freude und man diese Kugel, das wird als Metapher verwendet, dass man aus dieser Kugel halt was Neues machen kann. Aber sind nicht wirklich nur die ersten 10 Minuten davon inspirieren, danach ist es ein dummer Abenteuerfilm? Nein. Dann musst du den nochmal schauen. Dann muss ich nochmal gucken. Ich bin auch dabei eingepennt, weil ich dachte, das ist immer aber wo ist denn da die Nachhaltigkeit? Also da, für mich finde ich den Kritikpunkt der Nachhaltigkeit da auch nicht gegeben. Ich meine, ganz ehrlich, da sind wir wieder an dem gleichen Punkt wie schon bei Rafiki. Das ist so ein bisschen, wo ich mir denke, so, ja, Trauer gehört zum Leben auch dazu. Okay, dafür muss ich aber jetzt nicht unbedingt diesen Film gucken, um das zu wissen. Also wenn, das ist, wer weiß das denn nicht, der ernsthaft schon mit dem Leben zu kämpfen hat? Ist eine andere Runde gewesen, gerade den Rafiki-Vergleich. Ganz kurz zu Gunnar. Gegen Forrest Gump. Es ist natürlich eine sehr einfache Wahl. Ich habe auch drüber nachgedacht. Dass natürlich, meine Wahlen sind immer sehr einfach. Sind sie tatsächlich. Werden wir später noch sehen. Bei Alles steht Kopf. Also das Problem, was ich habe, ist halt, es gibt sehr harte Momente auch bei Forrest Gump. Und ich glaube, dass die dich sehr fertig machen werden, wenn du schon in so einer Gefühlslage bist. Aber er und bei Alles steht Kopf hingegen ist es so, der ist ein bisschen weiter weg von der Realität, allein weil er schon ein Pixar-Film ist, weil er ein Animationsfilm ist. Trotzdem kannst du dich identifizieren mit dem, was dort passiert. Überhaupt nicht. Nee. Natürlich, also jeder kennt doch das Erwachsenwerden und jeder kennt doch, wie man das verarbeitet. Und jeder, aber wo sind da denn die Probleme? Was hat sie denn Probleme? Ja, aber Probleme, also, es geht doch jetzt nicht darum, das wollte ich ja nicht großartig noch ausführen. Welcher Film ist der beste? Ganz kurz, lass mal antworten. Warum kann man sich gut damit identifizieren? Jeder kennt das, wenn man groß wird, wenn man erwachsen wird, Coming of Age,
diese unterschiedlichen Probleme. In dem Film ist es natürlich jetzt dieses Wegziehen und so, das wollte ich jetzt nicht großartig ausführen, aber jeder kennt Kummer auch während der Pubertät oder überhaupt auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Und die Lehre dieses Films ist es aber, dass du halt, ich habe schon tausendmal erklärt jetzt, dass du halt daraus was Schönes machen kannst im Endeffekt, dass du das verbinden kannst, dass du sowohl Freude als auch Kummer verbinden kannst, das als Erfahrung mitnehmen kannst, als Lehre mitnehmen kannst und daraus sich was Schönes entwickeln kann. Ja. Und das ist also natürlich... Das klingt, sorry, also ich meine, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe den Film gesehen und ich mag den auch sehr gerne. Aber das klingt einfach für mich nicht realistisch. Wenn ich richtig krass traurig bin und die Frage ist wirklich, wenn du im Leben keinen Sinn mehr hast, da kannst du doch nicht hingehen und sagen, du kannst das Traurige nehmen und das zu was Positives machen. Ja, und das ist, du sagst das selbst. Deine rote Kugel im Kopf ist gerade... Da geht's aber auch an den kleinen Sachen dich erfreust. Und das ist der Punkt, den du vorhin gesagt Film, hast. Alles, ja. Dein Film ist einer der wenigen Pixar-Filme, die richtig krass traurig sind. Die meisten Leute, die aus deinem Film kommen, sagen, dass sie geheult haben bei dem Film, wenn der Rüsselbär stirbt, wenn sie sehen, wie die Kindheit vorhin bröckelt. Ich weiß nicht, ob das der Film ist. Da kannst du auch die erste Szene abnehmen. Dann hast du die Pointe halt nicht gesehen. Dann hast du diese Pointe nicht gesehen. Nur weil die Pointe drin ist, heißt das ja nicht, dass die anderen Emotionen nicht auch drin sind. Ich weiß nicht, ob das der Film ist, den du einem zeigen willst, der gerade irgendwie völlig am Arsch ist. Ist ein Punkt und genau das habe ich ja bei Gunnar kritisiert, aber da ist eben der Vorteil, dass es einfach ein Animationsfilm ist. Und nicht so nah dran ist an dem realistischen. Alles klar, Gunnar? Ich möchte noch antworten auf die Szene, was du gesagt hast, dass der Film sehr viele harte Momente hat. Es gibt zum Beispiel die Szene, wo Forrest Gump aufwacht und man weiß, okay, Lieutenant Dan, oder ihm wurde im Hintern geschossen und Lieutenant Dan ist neben ihm im Krankenbett und Forrest Gump besorgt ihm Eis. Und er sagt, hier, guck mal, ich habe Eis. Und er zeigt immer noch, dass es auch in solchen traurigen Momente die kleinen Dinge sind, die dann vielleicht doch noch mal ein bisschen Lebensfreude zurückgeben, wie zum Beispiel in dem Fall ein Eis. Alles klar, gut, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, alles zusammenzufassen. Kurz und knackig bitte, Sandro. Inside Out ist an sich schon eine Ode an die Freude und am Ende steht eben die Erkenntnis und das ist die Erkenntnis, die für mich wichtig ist, für eine Person, die Lust am Leben verloren hat, dass alle Gefühle, egal welche es sind, die negativen, die positiven, auch die vermeintlich negativen vor allem, ihre Daseinsberechtigung haben und dass Kummer auch ein wichtiger Bestandteil des Lebens ist, aber dass daraus sich was Schönes entwickeln kann und dass ein guter Anfang ist, wenn man beides verbindet und die Freude überwiegt. Ja. Ich? Ja. Forrest Gump schafft es, aus einer unglaublich schlechten Voraussetzung so viel zu schaffen und zeigt dadurch dem Zuschauer, wie durch kleine Dinge des Lebens große Freude zu schaffen ist. Das Leben des Brian ist ein unglaublich lustiger Film, der die Kirche, die Religion, den Glauben als Ganzes unglaublich lustig in vielen verschiedenen Formen auf die Schippe nimmt. Es sind 2 Stunden, in denen man alle seine Sorgen vergisst. Er hat ein Lied auf die Welt sozusagen gebracht, das genau das zum Thema macht und das auch wirklich ein Lebensmotto sein kann und auch sein sollte, nämlich, und da sind wir uns alle einig, das ist im Prinzip die Message, die wir alle hier letztendlich auch gleichermaßen verteidigen, auch wenn es schlecht ist, auch wenn es traurig ist, auch wenn du Schmerzen hast, egal in welcher Form, always look on the bright side of things, ob es das Eis ist oder eben die positiven Dinge, die eben man noch verschmelzen kann mit Kugeln. ja, das ist letztendlich auch bei mir die Message, nur schön verpackt in einem Welthit. Alles klar, das war die zweite Runde. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt alle etwas besser in eurem Leben. Ja, Sandro, du hast immer und immer wieder gesagt, was die Botschaft des Films ist. Und ich glaube, wir haben verstanden, was die Botschaft des Films ist. Mir hat, das fand ich auch gut, dass du das so klar rausgearbeitet hast. Und die Botschaft ist auf jeden Fall eine, die jemandem helfen könnte, der vielleicht nicht so gut geht und die Lebensfreude zurückbringt. Ich habe nur nicht ganz verstanden, wie dieser Film diese Botschaft rüberbringt. Warum wirkt diese Botschaft denn? Die Botschaft ist toll. Die Botschaft ist aber auch nicht so wahnsinnig originell. Wie macht der Film das denn, dass ich das kaufe, dass ich das mitfühle? Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich habe nicht ganz verstanden, warum dieser Film dich wirklich berührt hat, weil diese Botschaft, Trauer und Freude gehört zusammen, das ist eine tolle Botschaft, aber warum wirkt diese Botschaft? Aber ich wollte extra nicht weit ausholen, weil ich dann viel zu viel zur Story erzählt. Es geht nicht ums Ausholen, es geht... Naja, das wäre ja die Erklärung mehr oder weniger gewesen, weil dann hätte man es mehr verstanden, aber... Ja, mir hat es ein bisschen gefehlt. Mir hat die Emotionalität, ich meine, es geht um Lebensfreude und von mir, du hast nicht vor Lebensfreude gekocht, als du vor diesem Film geredet hast und nur die Botschaft zu nennen, erfüllt die Botschaft leider nicht. Gunnar, auch bei dir, du hast eine ähnliche, du hast auch eine klare Botschaft rausgearbeitet, was dieser Film euch sagen möchte. Niemand ist besser als du.
bleib dran, du hast eine Szene erwähnt, die Eisszene, dass es auch um die kleinen Dinge geht. Im Grunde, ihr habt euch dann so ein bisschen hin und her geworfen, dass sie auch harte Szenen hat und dass es auch schlechte Dinge geben kann. Das habt ihr beide so zugelassen als Gegenargument, dass es auch schlechte gesehen kann. Ich meine, Sandro, du hast natürlich gesagt, dass es auch verbindet irgendwie so, aber das schien für euch so das einzige Argument zu sein, dass es alles positiv sein muss oder alles gut. Dass, nee. Deswegen, es wurde auch gesagt, dass der Film traurig ist. Eddie hat gesagt bei Sandro, der Film sei traurig. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum er einen emotional packt. Ich habe verstanden, dass er traurig ist, ich habe verstanden, dass er fröhlich ist, aber ich habe nicht verstanden, warum der Film dich packt, warum er funktioniert. Was denn das Tolle? Jeder Film ist fröhlich oder traurig, aber was ist das Besondere daran? Eddie, du hast es dir im Grunde relativ einfach gemacht. Du hast komplett auf die Botschaft verzichtet. Du hast gesagt, der Film ist einfach lustig. Der Film hat einfach richtig Spaß anzuschauen. Und klar, die legendäre Szene hast du zitiert, Always look on the bright side of life. Ich glaube, die kennen wir alle am Ende. Selbst wenn er am Kreuz hängt, selbst wenn es ihm scheiße geht. Und ich glaube, die kennt jeder und da ist es auch nochmal rübergekommen. Aber du hast dir es relativ einfach gemacht, indem du einfach gesagt hast, es gibt keine Botschaft. Einfach Spaß, einfach Gag. Ihr beide habt euch so ein bisschen um eure Botschaft gedreht, aber nicht ganz klar zu erkennen gegeben, warum diese Botschaft denn ankommt beim Zuschauer. Und deswegen finde ich, hat hier, was er zumindest versucht hat zu tun, Eddie wieder am besten seine Aufgabe erfüllt. What the Eddie fuck? Kriegt den zweiten Punkt in der Runde. Alter, der nimmt nicht, also er nimmt eine Komödie, die null nachhaltig ist und gut. Es ist noch alles offen. Es sind auf jeden Fall noch eine Menge Punkte im Raum. Eddie, herzlichen Glückwunsch. Sandro. Zum Always look on the bright side. Fuck you. Ganz ehrlich. Fuck you. Ich erkläre extra noch diese fünf fucking Emotionen. Aber die sind mir doch egal. Das ist ja, aber egal. Da geht es ja nicht darum, was du eben gesagt hast, dass es nur Freude oder nur Trauer ist. Sondern dazwischen sind noch ganz viele andere Sachen. Aber das verstehe ich schon. Aber ich will ja keine Nacherzählung des Films, dass du nochmal vorliest, was da alles für Figuren vorkommen, sondern warum sind die denn interessant? Warum berührt mich denn die Freude so sehr? Warum berührt mich denn Trauer so sehr? Warum heule ich denn, wenn Trauer heult? Das will ich ja wissen. Was ist denn, worum geht's? Das Erinnerungsding noch, ja. Warum geht's? So, kommen wir jetzt zu einer, vielleicht, Entschuldigung. Fabian, was sagt die Community? Ja, die Community ist auch so ein bisschen zwiegespalten zwischen dem so ein bisschen aufs Maul-Humor von Eddie mit Das Leben des Brian und etwas tiefsinnigen Forrest Gump. Also relativ gleich auf mit 42% für Das Leben des Brian und 38% für Forrest Gump. Inside Out ein bisschen abgeschlagen mit 20%. Und wenn ich jetzt so ein bisschen die Tweets durchgegangen bin, da war man eher so ein bisschen dieser nachdenkliche Humor. Wes Andersons Moonrise Kingdom war dabei, Garden State. Da ist eher so ein bisschen auf die Gefühlsebene kommt man ein bisschen besser drauf. Aber wie gesagt, schickt uns weiter davon ab, schickt uns weiter Fragen für die Speedrunde. Welchen Film solltet ihr mit der Mutti schicken? Wir sind gespannt. Alles klar. Sicherlich, Alter. Und somit. Was möchtest du denn? Nee, ich meine nur, dass es ist ein Thema, wo man auch ganz genau gucken muss, wie die Frage gestellt ist, finde ich. Weil es ist was anderes, wenn du fragst, welchen Film zeigst du jemanden, der Depressionen hat oder in einer depressiven Phase ist. Oder so drastisch, wie die Frage formuliert war, welchen Film zeigst du jemanden, der die Lust am Leben verloren hat. Deshalb habe ich mich auch bewusst dafür entschieden. Hast du ja auch gut argumentiert. Weil ich einfach da wirklich denke, so okay, fuck, da sind wir aber an einem Punkt gekommen, da musst du ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Sachen. Deshalb meine ich, deiner ist dann traurig oder so, wo das dann wirklich, oh nein, der Forrest kriegt die Frau nicht. Nee, aber darum ging es mir nicht. Naja, das war nicht das Problem, dass wir diese traurige Szene haben. Sondern, es ist aber der Grund, warum ich gesagt habe, warum ich die Nummer sicher genommen habe, gesagt, komm, wenn ich einen Kumpel hätte, der wirklich so ist, habe ich gesagt, so, jetzt gucken wir uns einen richtig lustigen Film an, weil da hast du dann eine Basis, noch kann ich auf der du holen. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, Runde Nummer 3. Ich sehe schon, hier wird heute durchgeballert. Ja. So, kommen wir nun zur nächsten Frage. Und zwar geht es diesmal um eine ganz spezielle Art von Szene. Und die Frage lautet, welche ist die beste Fahrstuhlszene? So, und wir beginnen dieses Mal bei Gunnar. Und ich bin sehr gespannt, welche Szene du hast. Die beste Fahrstuhlszene gibt es natürlich im Film Drive. Die Situation ist folgendermaßen. Irene und der Driver kommen in den Fahrstuhl an. Irene hat gerade erfahren, dass ihr Mann tot ist und sie müssen fliehen aus Los Angeles. Und sie kommen in den Fahrstuhl und ein Typ ist bereits da. Der Driver sieht die Waffe vom Typen. Man weiß sofort, alles klar, hier gibt's gleich auf die Fresse. Aber dann ändert sich komplett die Lichtstimmung im Fahrstuhl. Die Musik wird langsamer. Der Driver schiebt Irene in die sichere Ecke, dreht sich um und es passiert der schönste Moment im ganzen Film.
da der Moment, auf den alle Zuschauer gewartet haben, sie küssen sich endlich. Der ganze, die ganze Anspannung, die sexuelle Anspannung geht endlich in einen Kuss über. Und darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Dann, das ist bestimmt 30 Sekunden, ein sehr, sehr emotionaler Moment. Danach dreht sich der Driver um und haut diesem Typen sowas von auf die Fresse. Er schlägt ihm ja quasi das Gesicht ein und Irene sieht zum ersten Mal die dunkle Seite, also komplett der Kontrast zwischen, es passiert die schönste Liebesszene im Film und die schönste Szene überhaupt, gegen die schlimmste Szene, die ich, glaube ich, jemals im Kino gesehen habe. Also das Gesicht war am Ende wirklich Matsch und Irene flieht quasi, wenn die Fahrstuhltür öffnet, flieht aus dem Fahrstuhl, guckt nochmal zurück und sieht diesen Skorpion auf der Jacke vom Driver und er dreht sich zurück zu ihr. Zwinkert ihr zu. Und guckt so mit so einem richtigen Hundeblick, als ob er sieht so, oh shit, jetzt hast du gesehen, wie ich auch drauf sein kann. Und der Fahrstuhl schließt sich und er verliert da sein Girl. Und das wird, ist dadurch auch die traurigste Szene und auch die Schlüsselszene dieses Films. Und diese Szene hat so viel Emotionen in einer Szene verbunden. Die geht drei Minuten und der Charakter vom Driver wird innerhalb von diesen drei Minuten komplett einmal erklärt. Und ja, es ist die wichtigste Szene, glaube ich, im Film, die Schlüsselszene. Und danach ist der Film ein komplett anderer. Alles klar. Etienne, dein bester Fahrstuhl-Moment. Mein bester Fahrstuhl ist die Szene aus Terminator 2. Sarah Connor, John Connor und der T-800 sind auf der Flucht vom T-1000, retten sich mit letzter Kraft in einen Aufzug. Der T-1000 läuft langsam auf den Aufzug zu. Und wir haben ihn zwar schon vorher gesehen, wir können aber noch nicht so richtig erahnen, zu was der T-1000 wirklich in der Lage ist. Ich möchte auch bitte noch mal dran erinnern, ihr kennt mittlerweile vielleicht alles, hier sehen wir die Szene sehr schön. Damals, als man das im Kino gesehen hat, war das natürlich auch bombastische Special Effects. Aber warum ist es am Aufzug so geil? Das ist hier nämlich die Frage. Plötzlich sehen wir zwei bleierne Dinge durch den Aufzugschlitz durchkommen, sich verformen wie so zwei, keine Ahnung, Zangen und den Aufzug aufmachen und zack, da steht der T-1000. Sowas hast du noch nie davor gesehen. Es definiert in dem Moment die Fähigkeiten des T-1000s komplett neu. Der Zuschauer rastet völlig aus, denkt sich, what the fuck, was ist denn das? Dann, und es ist noch nicht fertig, schafft es Arnold Schwarzenegger ihm in den Kopf zu schießen, er fliegt zurück, die Aufzugtür geht wieder zu. Wir sind immer noch im Aufzug, aber wir fühlen uns plötzlich nicht mehr sicher im Aufzug. Eben war der Aufzug noch die Rettung, jetzt plötzlich ist er eine Todesfalle. Wir sind im Aufzug und plötzlich tropft von oben der T-1000 wieder in den Aufzug rein. Wir sehen eine weitere Fähigkeit vom T-1000, die wir bis dahin noch nicht kannten, in der Form. Und materialisiert sich im Aufzug. Sie müssen den Aufzug, der eben noch der Safe Haven war, wieder verlassen. Und es ist eine unglaubliche Szene, die kurz danach fängt dann auch schon der Showdown an. Ich finde sie deshalb für diese Frage auch deshalb so gut, weil sie eben nicht woanders geht. Andere Szenen würden vielleicht auch in einem kleinen Raum oder so stattfinden, aber diese Szene würde, also mir fällt keine andere Tür ein, außer einer Aufzugtür, die das eben so perfekt macht und deshalb der Aufzug einfach nicht wegdenkbar ist aus der Szene. Tolle Szene, ich krieg gerade wieder Bock auf den Film. Alles klar, Sandro, ich hoffe, du hast auch Bock. Ich habe mega Bock. Ich habe in der Recherche gemerkt, dass es viel mehr Fahrstuhlszenen gibt, als ich dachte. Aber am wichtigsten ist natürlich, welchen Mehrwert sie hat, welche Bedeutung sie hat in der Story und welche Auswirkungen es hat. Und im besten Fall sollte natürlich so eine Szene auch den größten Impact haben. Und es geht vor allem darum, wie intensiv das ist. Deswegen habe ich mich für das Schweigende Lämmer entschieden. Und die Fahrstuhlszene in das Schweigende Lämmer ist eingebaut in einer Fluchtsequenz von Hannibal. Er verletzt einen Mann schwer, soll im Aufzug befördert werden. Plötzlich tropft allerdings Blut von der Ecke. Die Musik wird bedrückender. Der verletzte Mann wird aus dem Fahrstuhl geschoben. Wir sehen unzählige Polizisten, die mit der Pistole aufs Dach des Fahrstuhls zielen. Von einer Etage darüber sehen wir zwei Typen, schauen die sich halt an, was sich auf dem Fahrstuhldach befindet überhaupt, welcher Mann das ist, welche Person da überhaupt blutet. Und wir sehen nur einen Mann, einen blutenden Mann mit Pistole in der Hand. Vermeintlich ist es Hannibal, man weiß es nicht so genau. Einer von den beiden schießt in sein Bein, der blutende Mann rührt sich nicht. Die Polizisten stürmen den Fahrstuhl, um aufs Dach zu kommen. Die Musik wird lauter, es wird alles mega intensiv. Dann Cut, wir sehen, wie der blutende Mann mit dem Krankenwagen abtransportiert wird. Alle denken, dass sie den eigentlich verletzten Mann gefunden haben, aber dann nimmt der blutverschmierte Mann das weiße Tuch ab,
Dann reißt er das Gesicht ab und wir sehen, es ist fucking Hannibal Lecter. Er hat alle reingelegt. Okay, somit ist die Runde gut. Schön. Jetzt habe ich mal gleich was gegen Schweigen Lämmer. Das Geile dieser Szene passiert einfach nicht im Fahrstuhl. Das Geile, wo er die Maske abnimmt, passiert alles hinterher. Also die Fahrstuhlszene endet für mich da, wo die Polizisten den Fahrstuhl durchsuchen. Und das ist einfach eine spannende Szene. Ja, die durchsuchen den Fahrstuhl nach einem Typen. Aber alles, was wirklich das Geile an der Szene ist, passiert nicht in dem Fahrstuhl, sondern danach. Ich habe eine kurze Frage an den Faktenchecker, ob du das mal checken kannst. Leon, der Profi, kam das vor oder kam der vor oder nach Schweigender Lämmer? Falls du es mal checken kannst, weil für mich ist das dieser Ruse oder wie man das nennt, diese, die Leute denken, also das ist exakt, weil gibt es auch bei Leon der Profi und bei wahrscheinlich tausend anderen Filmen, die mir jetzt nicht alle einfallen, aber dieses, dass der Böse sich als ein Guter tarnt und so entkommt im Prinzip, das ist ein alter Trope, der ist für mich nichts Neues, aber ich finde, Schweigender Lämmer ist ein fantastischer Thriller, aber niemand würde sagen, dass Schweigender Lämmer wegen der Szene besonders ist. Du könntest sogar theoretisch, Hannibal Lecter hinten am Haus sich entlanghangeln und weg ausbrechen und trotzdem wäre Schweigender Lämmer wahrscheinlich exakt genauso gut. Bei Terminator 2 würde eine der ikonischsten Filmszenen der Geschichte fehlen. Du würdest, also den T-1000, seine Arme zu einer Zange macht oder oben rein droppt, das ist ein wichtiges Story-Element in dem Moment, weil es uns zeigt, mit was wir es hier zu tun haben, mit welcher Gefahr unsere Helden auch zu kämpfen haben. Aber also das ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Aber Geschichte. Es verändert doch an sich die Story nicht, außer dass wir eine neue Fähigkeit sehen und sehen, wie mächtig der Gegner halt ist. Aber das verändert ja die Story. Also wie verändert das denn nicht die Story? Das ist eine gute Charaktereinführung. Also wenn du weißt, es verändert doch die Story, wenn du weißt, dass der Gegner schießen kann, dann verändert das doch die Story, weil du dementsprechend handeln musst. Wenn du weißt, der kann sich in Metall verwandeln, dann musst du dich entsprechend dem Gegner anpassen, wenn er dich verfolgt. Also ich finde, das ist sehr cool. Aber kannst du mir erklären, warum die Klamotten durchs Gitter kommen? Die Waffe allerdings nicht. Von dem Dude? Wie? Was ist das denn? Wenn er durchs Gitter geht. Was hat das mit meinem Aufzug zu tun? Naja, es ist halt eine unlogische Szene einfach. Das ist davor, aber es ist nicht in der Aufzugsszene. Ja, aber das interessiert mich nicht, ob es unlogische Szene ist. In jedem Film gibt es 100.000 Film-Blooper. Es ist doch scheißegal. Aber ich muss ja nochmal sagen, dass mein Film ja wohl bildtechnisch und überhaupt vom Regisseurfähigkeiten auf jeden Fall die krasseste von allen ist, mal ganz ehrlich. Es ändert sich die Musik, es ändert sich komplett alles und der Fahrstuhl ist eine komplette Metapher auf den ganzen Film und auf diese ganze Szene. Die Tür geht zu. Und er verliert diese Dame für immer. Was ist das denn, das von der Wichtigkeit überhaupt nicht zu übertreffen? Aber das weiß man zu dem Zeitpunkt nicht, dass er die Dame für immer verliert. Erstmal ist es nur eine Aufzugtür. Ja gut, man weiß auch nicht, was ist das denn für ein Argument? Nein, du hast einfach gesagt, ja gut, aber wir reden ja über die Aufzugsszene. Und ich finde halt bei Drive, das ist eine sehr intensive Szene im Aufzug. Das ist die intensivste Szene der Weltgeschichte. Aber würde die nicht auch, weiß ich nicht, in der Küche genauso gut funktionieren? Nein! Warum? Bist du bescheuert? Diese beklemmende Situation vom Fahrstuhl. Und da ist dieser Hitman in dem Fahrstuhl schon drin. Und dann benutzt er diesen Fahrstuhl auch als Metapher. Die Tür geht zu und man sieht noch die Frau und dann ist sie weg. Also was ist das denn? Aber sie sehen sich ja danach noch. Ja, natürlich sehen sie sich danach noch, aber es ist ja nichts mehr. Also sie sieht jemanden mit einem völlig anderen Blick jetzt. Natürlich ist es, deine Szene kann aber überall spielen, mal ganz ehrlich. Was willst du denn sagen? Ja, aber was ist denn mit dir los? Ich meine, erklär mir doch mal, warum, ich mag ja Drive auch, aber erklär mir doch mal, warum die sich da irgendwie eine Minute, okay, ist in Slow-Mo, aber trotzdem ist es sehr lang, warum die sich eine Minute da küssen können und komplett alles runterfahren können und der Dude da so rumsteht mit seiner Pistole und nichts macht. Jetzt kommst du doch wieder mit Logik an. Das wäre doch genau seine Chance. Naja, wir müssen ehrlich. In dem Fall, ich meine, die Logikfrage, die er mir gestellt hat, die hat mit meiner Szene nichts zu tun, aber die Logik, Frage dir stellt, die hat was mit der Szene zu tun. Naja. Weil in dem Moment wirst du als Zuschauer rausgerissen und denkst dir, okay, da war die Chance für den Bösewicht, gerade alles klar zu machen, aber er wartet erst, bis der krasse Typ, der ihn gleich totboxt, das ist natürlich erstmal ein bisschen rumgeknutscht. Ganz kurz, stopp, haben wir den Fact-Checker? Ja. Ja. Was hast du rausgefunden? Zu Leon der Profi. Ja. Der war tatsächlich drei Jahre später, ja. 3 Jahre später, alles klar. Gut, dann zählt das nicht. Zu viel dazu. Ja, der Zuschauer wartet doch auf diese Kussszene. Das ist die. Also mal ganz ehrlich. Ja, aber du kannst dir trotzdem nicht erklären, warum der Dude daneben halt rumsteht die ganze Zeit. Zweifelst du? Aber bei Drive, also die Szene, ich habe die auch noch sehr gut im Kopf. Und da zweifelst du ja nicht eine. Also die Szene tut so am Anfang, als ob das einfach normal. Ganz kurz, lass mich kurz den Satz zu Ende. Als ob das alles normale Fahrgäste sind. Ja.
täuscht im Prinzip so ein bisschen vor, so, ja, passiert schon nichts, eine normale Aufzugsfahrt. Aber als Zuschauer raffst du sofort, ey, okay, da ist der Bösewicht mit drin. Das wird ja dann nach zwei Schnitten genau. sofort klar. Aber weiß der Bösewicht wirklich vorher, dass das wirklich die Person ist, die ja am Ende, weil die Bewegung zu dem Bösewicht hin kommt ja vom Driver am Anfang. Und dann reagiert ja erst der Bösewicht. Ich schätze mal, er weiß nicht genau, wie der Typ aussieht und deswegen reagiert er ja quasi auf die Attacke vom Driver. Ja, also ich finde, ich mag diese Szene, ich mag die Spannung in der Szene, ich liebe Drive, es ist einer meiner Lieblingsfilme, aber es tut mir leid, ich finde... Ja, aber du kannst mir doch nicht die Wichtigkeit dieser Szene absprechen. Ich sag nicht die Wichtigkeit der Szene, ich spreche die Wichtigkeit des Aufzuges, spreche ich dir ab. Und ich finde, die Aufzugsszene ist halt, wenn wir schon von intensiven Aufzugsszenen reden, dann finde ich, bei mir ist ja sogar die Mechanik der Aufzugstür Teil der Geschichte, also Teil der Szene gerade in dem Moment, das sehe ich bei dir. Sie müssen fliehen, können ja natürlich auch rennen, anfangen zu rennen, aber im Aufzug müssen die natürlich ihre Fasson wahren. Also wie sollen die denn, die können ja nicht so fliehend in den Aufzug rennen, die müssen ja irgendwas benutzen, sollen die Treppen gehen? Ja, das funktioniert dann aber nicht. Und bei Terminator 2 finde ich halt... Abgeschlossen. Moment, die Szene bei Terminator 2 finde ich ziemlich durchschaubar. Zumal auch... Du hast damit gerechnet, dass da... Nachdem du das erste Mal gesehen hast. Das ist aber ja mein Hauptargument. Genau, was abgeht. Und im Endeffekt hast du den Film auch mal zuletzt gesehen. Die Szene ist auch nicht gut gealtert. Alles klar, gut. So, dann kommen wir jetzt in das Abschlussplädoyer. Jeder hat noch mal die Chance, in Ruhe auszuführen, warum die beste Szene die beste ist. Gunnar. Es ist die wichtigste Szene im Film. Es verbindet die schönste Szene im Film... wunderschön mit der schlimmsten Szene, die ich jemals in einer Kinogeschichte gesehen habe. Eddie. Ich finde, bei mir ist, ich habe die einzige Antwort gegeben, wo der Aufzug im Prinzip nicht wegzudenken ist als Schlüsselszene. Der Aufzug spielt eine elementare Rolle. Er erklärt die Fähigkeiten des vielleicht besten Filmantagonisten aller Zeiten und ist deshalb, ist die Frage einfach am besten beantwortet. Sandro. Ich habe das Schweigende Lämmer gewählt, weil die Fahrstuhlszene unfassbar intensiv umgesetzt ist und weil wir dann mit dieser unfassbar genialen Punchline erst wissen, wie hinterlistig, clever und mächtig Hannibal Lecter ist. Die Dachter-Szene passiert. Damit beenden wir die Runde Nummer 3, die Aufzugsszene. Ja, Sandro hat angefangen und hat sehr mitreißend die Szene nacherzählt und hat sich da vor allem auf den Twist konzentriert, wie unglaublich unerwartet das war und wie unglaublich dicht diese Szene war, wie da diese gesamte Verfolgungsjagd nach Hannibal Lecter, in der es um den letzten Teil des Films geht, zusammenkommt. Ich finde, Gunnar hat den berechtigten Einwand gebracht, dass der Twist, den du vor allem betont hast, als, wow, das ist der krasse Twist, tatsächlich außerhalb des Fahrstuhls passiert und eigentlich somit der Fahrstuhl nicht so unglaublich wichtig ist für die Dramatik dieser Szene. Gunnar, ich finde, du hast sehr gut zusammengefasst, warum diese Fahrstuhlszene so wichtig gerade in diesem Film ist, weil er gerade die wichtige Figur des Drivers und die beiden Teile der Driver-Figur perfekt inszeniert in engem Raum, wo er eben sich nicht weglaufen kann, wo er nicht beide Rollen spielen kann, sondern er wird hier konfrontiert, dass er eben nicht beide Teile seiner Persönlichkeit getrennt voneinander leben kann, sondern dass er damit konfrontiert ist, dass er eben beide Seiten hat und das haben wir hier, du hast es schön gesagt, einmal in dem Liebesaspekt mit dem langen Kuss, der sehr intensiv ist und mit dem gleichermaßen intensiven Kontrast dagegen der Szene, in der er den Bösewicht zu Brei schlägt. Du hast auch noch angesprochen, wie der Regisseur das einsetzt. Und Eddie, du hast ein paar Mal gesagt, dass die Szene nicht unbedingt im Aufzug stattfinden muss. Ich finde, da hat Gunnar sehr gut reagiert, dass er einerseits betont hat, dass die Figuren hier auf engem Raum sind. Sie müssen handeln, sie können nicht weglaufen. Und Gunnar hat auch angesprochen, dass am Ende die Tür zugeht, womit der Driver nicht mehr die Möglichkeit hat, sie von den Konsequenzen wegzulaufen oder es noch retten kann, sondern dass er hier unwiederbringlich eine Änderung in der Figur und in dem Story-Arc von dem Driver hat, die essentiell ist für den Film. Und das fand ich, hat Gunnar sehr gut gemacht. Eddie, ja, du hast gut dargestellt, wie hier diese Szene eingesetzt wird und du hast perfekt formuliert, wie das alles zusammenkommt, die ganze Mechanik, die Special Effects, die gut funktioniert, warum der T-1000 gerade da angreifen kann, warum es gerade gut funktioniert, dass es sogar nochmal ist. Ich habe allerdings nicht hundertprozentig gesehen, warum gerade es diese Szene sein muss. Es gibt ja auch viele andere Szenen, in denen der T-1000 gut funktioniert. Es gibt auch viele andere denkbare Möglichkeiten, wo in anderen Metallsituationen es stattgefunden hätte, aber du hast das sehr mitreißend und packend formuliert, warum das so intensiv war. Ich finde allerdings, auf den gesamten Film betrachtet und auf die Intensität und auf die Bedeutung des Fahrstuhls und dieser eingeschlossenen Situation und der Konfrontation, die daraus entsteht, finde ich, hat es in der Runde Gunnar am besten gemacht. Gunnar bekommt diesen Punkt für Drive aus Folge Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch an Gunnar.
Dankeschön. So, das heißt, es steht jetzt für die letzte Runde 2-1-0. Der Pitch gibt aber, wie ihr wisst, 2 Punkte. Das heißt, es ist alles noch drin. Und wir schauen noch ganz kurz auf den Faktenchecker, wie die letzte Runde angekommen ist bei euch. Ja, also es gibt noch eine nicht unentscheidende Ergänzung. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, es kam ja unter anderem das Argument, dass der T-1000 in der Fahrstuhlszene das erste Mal seine Special Effects zeigt. Und das stimmt nicht ganz, weil man sieht nämlich vorher schon unter anderem, wie er sich als karierten Fußboden tarnt. Das heißt also, wie er handelt und so, das sieht man tatsächlich schon vorher. Und das hat auch unsere Community nicht viel anders gesehen. Also sie hat Eddie damit ein bisschen abgestraft. Und Drive, der jetzt auch gewonnen hat, liegt tatsächlich auch mit 50% weit vorne, Schweigende Lämmer mit 23% und Terminator mit 27%. Also da seid ihr ganz bei Florentins Entscheidung gewesen. Cool. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ihr twittert weiter unter Hashtag Filmfights. Ihr könnt auch die Fragen einreichen. Aber wie gesagt, es ist alles offen. Sandro hat momentan noch keinen Punkt bekommen, aber mit der Pitchfrage 2 Punkten kann es noch ins Finale schaffen. Das heißt, die letzte Frage entscheidet nochmal alles. Der große Pitch. Ich hoffe, ihr bleibt dran, wenn es gleich weitergeht mit Filmfights. Bis gleich. Filmfights. Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir bewegen uns mit hoher Geschwindigkeit auf die letzte Frage zu. Die berühmt-berüchtigte Pitch-Frage, die 2 Punkte gibt und die einen jeden, der hier sitzt, auch nochmal ins Finale katapultieren könnte. Momentan hat Eddie 2 Punkte, Gunnar 1 Punkt, Sandro hat noch keinen Punkt. Und jetzt geht es los mit der Pitch-Frage. Und zwar haben wir uns gefragt, welches Firmenmaskottchen verdient seinen eigenen Film? Pitche diesen Film. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch ausgesucht habt und was für fantastische, brillante Filme wir erzählen würden. Bitte haltet euch kurz, ihr müsst nicht den gesamten Film nacherzählen. Wichtig ist nur, warum ist dieser Film geil? Eddie, du fängst an. Los geht's. Okay, also, ich pitche hiermit ein Crossover zwischen dem geilsten und dem wohl unbekanntesten, bekanntesten Filmmaskottchen. Und zwar die Raketenbohne trifft auf Snoo. Jetzt werden viele sagen, wer ist eigentlich Snoo? Snoo ist das Reddit-Alien. Hear me out. Also, wie wir alle wissen, hat Rocket Beans eine Vergangenheit mit Reddit. Und es ist schon ein bisschen ein Fan-Fiction-Film. Er wird vielleicht jetzt nicht in Hollywood groß Kasse machen, aber zumindest in unserem Universum hier, glaube ich, sehr begrüßt werden. Und zwar geht es um die Raketenbohne, die eines Morgens aufwacht und ihres Lebens nicht mehr glücklich ist. Sie ist einsam, sie hat nicht wirklich was, worauf sie sich freuen kann. Geht an den Computer, natürlich ins Reddit, will Comments lesen, wird da aber nur fertig gemacht vom Circle Jerk. Und da spricht plötzlich Snoo mit ihm. So ein bisschen, stellt euch das vor wie so ein Adam Sandler-Film, wo irgendwas zum Leben kommt oder so wie Klick oder so. Und sagt, hey, alles wird gut, ey, wir schaffen das gemeinsam. Und materialisiert sich im Zimmer von der Raketenbohne, die zu dem Zeitpunkt, das habe ich vergessen zu sagen, ist zu dem Zeitpunkt, sie ist noch keine Raketenbohne, sie ist nur eine Bohne. Und geht dann mit ihr in einen Wald und dort findet sie vergraben, ähnlich wie bei dem Film Rocketeer, eine Raketenausrüstung, die Snoo der Raketenbohne, der Bohne zeigt und sie somit zur Raketenbohne macht. Und die Raketenbohne wird plötzlich ein quasi Superheld. Snoo verschwindet wieder im Reddit. Reddit hat quasi die Raketen der Raketenbohne, die Fähigkeit zur Raketenbohne gegeben. Die Raketenbohne kann fliegen, ist ihres Lebens glücklich, rettet diverse Menschenleben und ist ein Superheld und Superstar und lebt heavily ever after. Alles klar, Raketenbohne und Snoo das Reddit-Alien. Sandro, wer ist es bei dir geworden? Ich habe mich für den Charmenbär entschieden. Und zwar ist es der, der auf Klopapier zum Beispiel ist oder auch auf Zewa-Tüchern. Und zwar erfährt der Bär aus der Charmin-Werbung, dass er zwar das reißfesteste und weichste Klopapier überhaupt hat, aber sein eigener fucking Wald dadurch zerstört wird. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie hat er das überhaupt realisiert? Vor seiner Haustür liegt ein Brief, Originalvertrag mit der Klopapierfirma, die er halt, die ihn engagiert hat. Und in dem Paragraph wird gesagt, dass in Änderungen der Flora und Fauna die Firma das letzte Wort hat. Das schockiert ihn so sehr, dass er keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße hat. Deswegen spricht der Charmenbär mit dem Chef der Firma, stellt ihn zur Rede,
sagt halt, wie scheiße er es findet, wird daraufhin allerdings eingesperrt. Seine Zukunft scheint ungewiss zu sein. Die Leute haben jahrelang schon nichts mehr gehört von dem Charming Bär. Irgendwann allerdings kommt die Rettung, eine Gruppe von Bären aus seinem Heimatwald kommt, angeführt von einer Bärin, und befreit ihn. Diese Gruppe öffnet ihm die Augen, denn sie finden keinen Baum mehr, an dem sie sich reimen können, weil viele Wälder schon durch die Schaffung von Klopapier zerstört wurde. Dann sehen sie, dass es seinem Heimatwald auch bald so gehen könnte. Dann kommt der krasse Twist, er erfährt, dass die beiden den gleichen Heimatwald haben und sie Geschwister sind. Also der Charming Bär und die Bärin, die ihn gerettet hat. Plötzlich findet der Filmchef die beiden. Die Bärin wird erschossen und dieser Tod hat eine Revolution entfacht. Der Charming Bär mobilisiert alle Bären der Erde. Auf der ganzen Welt fangen Bären an, gegen Menschen anzukämpfen, um ihre Heimat zu schützen. Im Endeffekt wird dann enthüllt von dem Firmenchef, hätte die Charming Bärin den Originalvertrag nicht gestohlen und vors Haus gepackt, wäre all das nicht passiert. Dann kommt, und das ist das Ende, Elon Musk aus dem Nichts und opfert sich für die Bären. Er sagt, geh endlich, rette dich und die anderen mit meinen SpaceX-Raketen auf einen anderen Planeten. Die Bären fliegen und gründen einen neuen Planeten namens Beranus. Und dann der letzte Shot, weil es kein Maskottchen mehr gibt, schaut der Firmenchef in den Himmel und ruft, das ist noch nicht das Ende. Okay. Gunnar. Ja, meine Geschichte ist tatsächlich so ähnlich wie Sandros, auch wenn die... What the fuck? Meine Geschichte geht natürlich über Ronald McDonald. Der natürlich McDonalds früher... er war der gefeierte Star. McDonald's hatte noch sehr, sehr viele Kunden. Aber durch diese ganzen Massentierhaltungssachen ist natürlich auch der Ruf von Ronald McDonald in Gefahr. Er wird entlassen und durch eine Comicfigur ersetzt und verliert seinen Job. Dadurch fängt er an zu trinken. Und dadurch, man weiß es, streitet man sich auch irgendwann mit seiner Frau. Und die Frau verlässt ihn, nachdem er die ordentlich geschlagen hat. Und und dann muss Ronald McDonald natürlich, weil er keinen Job mehr hat, auch irgendwann seine Villa verkaufen und aufs Land ziehen. Er schminkt sich also ab, zieht aufs Land und trifft dort auf einen hiesigen Rinderbauern, der natürlich sehr, sehr gut um seine Kühe kümmert und ihm so ein bisschen klar macht, okay, dieses ganze McDonald's-Ding ist vielleicht doch nicht so gut, und die planen die große Revolution, McDonald's zu stürzen. Und wie das passiert, seht ihr dann im Kino. Okay, drei interessante Filme. Haut rein. Also ganz kurz, ich habe mir das eben gerade alles on the fly ausgedacht. Was ist eure Ausrede? Zu viel Vorbereitung, aber ey, dagegen wurde nichts gesagt. Es gab keine. Ich habe gedacht, Ronald Regelung. McDonald, was kann man damit machen? Und es war echt 2 Minuten gebraucht so. Hab mir schnell die Stichworte aufgeregt. Was sind das denn für Figuren? Warum sind diese Charaktere interessant? Also zum einen, ich habe natürlich mit der Raketenbohne, wissen wir alle, wirklich wahrscheinlich das bestaussehendste Attraktiv. Ich meine, ist so ein sympathisches Ding, wo man sich wirklich fragt, wie ist eigentlich die Bohne zu einem Raketenrucksack gekommen? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich alle unsere Zuschauer tagtäglich. Aber was ist denn für ein Charakter? Warum ist der interessant? Warum schaue ich den an? Weil er halt eigentlich traut. Deshalb sieht man ja auch schon an seinem Gesicht. Ich zeige ihn nochmal. Ne? Da sieht man das. Also da sieht man es. Es ist kein wirklich souveränes Lächeln. Er ist ein bisschen traurig, er ist ein bisschen gebrochen. Er hat eigentlich die Lust am Leben verloren. Das ist einfach, erstmal kann man sich damit, mit dieser gescheiterten Existenz kann man sich identifizieren, aber man hat auch gleichzeitig die Hoffnung, weil man erkennt irgendwie das Potenzial in dieser Bohne. Man sieht, die kann doch mehr als einfach nur eine Bohne sein. Aber sie braucht Snoo. Und pass auf, Florentin, jeden Tag seid ihr auf Reddit. Jeden Tag seid ihr auf Reddit. Ihr habt schon 1000 Mal gesehen, aber ihr wusstet gar nicht, dass diese kleinen roten Augen wirklich existieren. Wusste ich nicht, nee. Und dass das sogar einen Namen hat. Und stellt euch mal vor, dieses Reddit ist wahrscheinlich die größte Internetmacht, wenn man mal so will. Alles, was wir an Links und irgendwo herkennen, entsteht doch zuerst bei Reddit. Aber Reddit 4chan. Ist doch nicht... Okay. Hä? Auf 4chan. Ja, 4chan ist einfach nur eine destruktive Form. Warum Ronald McDonald? Man sieht ihn nur in den alten Werbungen. Man weiß gar nicht mehr, wo ist der Charakter hin? Er lächelt immer nur. Was passiert eigentlich neben diesem Maskottchen-Dasein mit Ronald McDonald? Das macht ihn doch interessant. Er ist der Clown. Ein bisschen natürlich klischeehaft. Der Clown, der am Ende traurig wird und versucht, wieder glücklich zu werden. Aber das macht ihn doch interessant. Was meinen Charming Bären so interessant macht, ist, dass er permanent glücklich ist, dass er eben das beste Klopapier hat, aber im Endeffekt realisiert, dass das seiner eigenen Heimat schadet. Und dann geht eben die ganze Story los, die ich erzählt habe. Und dann kommt diese Riesenrevolution
mit dem großen Ende, dass Elon Musk alle rettet und mit seinen SpaceX. Das Ende ist wohl kompletter Scheiß. Das ist ja wirklich. Warum? Das passt auch gar nicht in den Film, weil davor ist einfach nur Planet der Affen geklaut. Warum? Sie denken sich Klopapier. Und außerdem ist Klopapier heutzutage 100% recycelbar. Also da muss man nicht mehr so viel. Aber nicht das Charmin-Bär-Klopapier, das musst du nehmen, auf keinen Fall. Und ich meine, außerdem, was ist denn die Message von deinem Film? Ist im Prinzip, benutzt kein Klopapier mehr, oder was? Kann ich nicht gut sagen. Dass die Welt vor dir. Für die Message falsch. Dass die Welt vor dir. Einfach eine falsche Message. Dass die Welt vor dir untergeht und selbst die Bären keine Hoffnung mehr sehen. Und deswegen nicht mehr wenn auf ich mich entscheiden muss zwischen Bären und Klopapier, dann müssen die Bären halt sterben. So, bei dem Film habe ich übrigens auch eine Anmerkung zu machen. Wo ist denn der Spannungsbogen? Die Rakete wird einfach nur zum Star und das war's. Ende. Naja, das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst. Stell dir eine richtige Heldenstory vor. Eine kleine Bohne in der Großstadt muss in den Wald und dann muss sie gegen Sachen kämpfen. Naja, das erfindest du jetzt dazu, weil ich gefragt habe, wo der Spannungsbogen ist. Ja, das ist nicht vorher. Ja, das stimmt, aber ich habe ja auch nicht die gesamte Geschichte ausgebreitet, weil die Produzenten der Sendung hier mir im Nacken sitzen. Und sagen, wir sollen uns mal ein bisschen ranhalten, habe ich das alles ein bisschen abgekürzt. Aber ist doch klar, dass wir eine große Action-Szene haben mit verschiedenen Parteien, die dazu. Da kommen dann. Ja, na klar. Da kommen, die müssen durchs große Bonjour-Labyrinth und. und dann kommen sie am Ende, müssen sie Ronald die. Ronald McDonald kämpft auch noch über die so, Burger King. Die Ornstein nach, und Smoke bei Dark Souls müssen sie gegen Brammen und Pete's kämpfen und solche Geschichten. Am Ende kommt wie Iron Man, kommt dieses Ding an diese Bohne rangeklatscht und du freust dich einfach nur, dass sie fliegt. Und du weißt genau, da gibt es noch, das ist ein Franchise. Aber geht noch weiter. Okay, danke. Okay, Sandro, warum erzählst du nicht die gleiche Geschichte wie Ronald McDonald? Gescheiterter Held, der für seine alten Sünden büßen muss. Ja, nicht, weil nicht nur er büßen muss, sondern bei dir ist es ja ein Individuum. Bei mir ist es einfach eine ganze Rasse, hätte ich beinahe gesagt, eine ganze Art, eine ganze Tierart einfach, die da bedroht ist durch und die einfach keinen Bock hat, auf dieser Erde mehr zu sein. Aber Wissensfrage, warum ist sie bedroht? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil die Bäume gefällt werden fürs Klopapier. Nee, weil sie keine Chance haben in der Industrialisierung. Aber ist Klopapier. Weil ihre Wälder einfach. Also weil ihr Lebensraum einfach geklaut wird dadurch. Aber Klopapier retten reicht doch nicht. Das Klopapier ist doch nicht das Hauptproblem der Wälder. Aber es ergibt Sinn im Zusammenhang mit dem Charmin-Bär. Ach, okay. Aber es ist ein großer Teil davon, der halt natürlich den Lebensraum der Bären krass reduziert. Und wenn wir halt 30 Jahre weiterdenken, dann, ey, die Bären haben keinen Platz mehr. What? Naja. Ja, wo, in Zoos oder was? Meins wird so eine geile Revenge-Story am Ende. Gegen wen? Gegen den Chef von fucking McDonald's, der ihn rausgeschmissen hat. Dann holt... Wo kommt das denn jetzt her? Aber das hast du jetzt dazu gesagt. Ja, das Ende, habe ich gesagt, das könnt ihr im Kino sehen. Das sage ich euch dann halt nochmal. Das ist okay, wenn ich mir gerade on the fly noch ein spannendes ausdenke. Aber du kannst dir gerade noch irgendwie den Mega-Showdown Sind wir mal einig? Die Frage ist schon auch ein bisschen albern, Florentin. Gunnar, was hat dieser Film, das kein anderer Film hat? Warum, was macht diesen Film besonders? Man sieht einfach Ronald McDonald. Man liebt ihn ja von früher. Man kennt ihn von aus der Kindheit. Niemand mag Ronald McDonald. Wir sind alle trotz Ronald McDonald zu McDonald's gegangen. Man hat ihn geliebt früher. Es ist doch wie man wurde gehasst. Aber alle hassen Ronald McDonald jetzt. Und dabei ist er so ein tragischer Held. Nein, ich habe 15 Jahre im McDonald's Geburtstag gefeiert. Und jedes Mal sind meine Eltern reingegangen und mussten Ronald McDonald abhängen. Beziehungsweise so eine Decke über den legen, weil alle Kinder Angst hatten. Ja, jemand ist geil wegen den Spielzeugen, aber doch nicht wegen fucking Ronald McDonald, Alter. Und dann kommt er nach Hause, alle Kinder haben ihn vielleicht gehasst und er weint zu Hause. Also haben sie jetzt doch gehasst? Nee, am Nachhinein, ja. Was denn? Nein, später hassen sie ihn halt. Okay, das Drehbuch ist noch nicht zu Ende geschrieben, merke ich gerade. Und dann wird er durch diese Comicfigur ersetzt. Und das ist wir haben, jetzt mal ehrlich, bei euch, wir haben kompletten Quatsch von irgendwelchen Bären und Klopapier. Was ist deins denn? Ich hab eine richtige Heldenstory. Stellt euch einfach fucking Iron Man mit der Raketenbohne vor. Dazu kommt noch Snoo, ein sympathisches Alien, was jeder kennt, weil jeder Reddit benutzt. Alter, frag mal einen Casual-Dude. Und endlich mal sich fragt, weil man es endlich mal Reddit werdet ihr sehen, wird Snoo eine tragende Rolle spielen. Der neue Film mit der Raketenbombe. Aber da sind wir gerade hierzulande in einer krassen Bubble, wenn wir uns vorstellen, dass jeder das Reddit das Reddit-Maskottchen kennt. Aber was geht denn mit deinem Ende überhaupt? Naja, das ist aber okay, vielleicht ist es schlecht. Gut, dass du mich daran erinnerst, das nochmal herauszuarbeiten für den Juror, der heute wirklich auch rasiert fantastisch aussieht. Das Reddit-Maskottchen ist etwas, was wir im Unterbewusstsein tausendmal gesehen haben. Aber wenn du es dann, stell dir vor, du würdest es jetzt dann live auf der Wand und du würdest sagen, Alter, das ist das Reddit-Maskottchen. Das wird doch keiner sehen. Keiner kennt es. Jeder vermisst Ronald McDonald. Ja, aber das ist ja genau die Chance für meinen Film. Wo ist er denn hin? Niemand vermisst Ronald McDonald und niemand will eine Story über Klopapierbären. Ja, das stimmt auf jeden Fall schon mal. Das will jeder kennt den Charmin-Bär und jeder... Niemand kennt den Charmin. Natürlich. Jeder vermisst Ronald McDonald. Gut, also Leute, Kinder.
Mann. Ihr habt jetzt noch mal eine Chance, eine Möglichkeit, zu sagen, warum euer Film geil ist. Warum schaue ich mir den Ronald McDonald an und nicht den Spähbären? Warum muss es gerade Ronald McDonald sein? Warum ist es der Charmin-Bär und nicht der Bärenmarke-Bär? Was macht den so geil? Okay? Also, los geht's. Letztes Statement. Bei mir ist halt vor allem die Prämisse spannend, dass... Nee. Natürlich, dass der Bär aus der Charmin-Werbung als auch zur tragischen Figur wird, weil er eben rafft, dass das, was er die ganze Zeit gemacht hat mit seinem fucking Klopapier, halt einfach seine eigene Art vom Aussterben bedroht. Ja, was soll er denn machen? Egal. Dagegen ankämpfen. Das ist das, was ich erzählt habe in der großen Story. Okay, Gunnar. Jeder fragt sich, was steckt hinter Ronald McDonalds? Was ist hinter dieser Clowns-Fassade? Steckt da vielleicht ein Mensch mit Gefühlen dahinter? Und das sagt uns dieser Film. Eddie? Die Raketenbohne, das beliebte Maskottchen der lustig, spontan, quietschbunten Nerd-Truppe Rocket Beans. Wie ist die Raketenbohne eigentlich zur Raketenbohne geworden? Es ist eine Superheldengeschichte. Und es trifft aber in einem Crossover noch auf einen Underdog, den jeder kennt, aber keiner weiß, wer ihn ist. Eine supergeile Fusion von zwei tollen Firmenmaskottchen. Wow, den Film würde ich mir im Kino angucken. Das wird bestimmt mega erfolgreich, weil so viele ist Rocket Beans und Reddit-Maskottchen kennen. Also, kommen wir zur Abstimmung. Das war Runde Nummer 4. Ja, Eddie, du hast angefangen. Du hast die Geschichte erzählt von der Bohne, die sich mit dem Alien zusammentut und dann gegen Sachen kämpft. Und dann gibt es noch eine große Actionsequenz. Also, da bin ich wirklich sehr gespannt. Das klingt wirklich fantastisch, weil das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ja, ich glaube, da ist so ein bisschen durchgeblitzt, dass du so eine Art Meta-Story erzählen willst, dass die Bohne steht für Rocket Beans TV, dass sie sich gegen den Hate bei Reddit durchsetzen muss. Aber das habe ich alles nicht ganz verstanden. Ich habe nicht ganz verstanden, was denn diese Bohne ausmacht. Wer ist das denn? Du hast gesagt, sie ist traurig, aber warum denn? Warum ist sie denn traurig? Zuschauerzahl. Also das, gut. Ja, deswegen hat sich mir das nicht ganz erschlossen, was jetzt gerade die Bohne so besonders macht und warum gerade jetzt das Reddit-Alien da besonders zum Vorschein kommt und nicht das YouTube-Dreieck, das ja auch zum Leben erwecken könnte. Ja, komm, das ist jetzt Quatsch. Also ich meine, Hate gibt's überall, nicht nur auf Reddit. Ja, Sandro und Gunnar, ihr habt, finde ich, recht ähnliche Geschichten erzählt. Ihr seid in eurer Werbewelt geblieben, also in eurer Welt sind diese Tiere auch Werbetiere und werden von jemandem bezahlt dafür, dass sie Tiere sind, verlieren diese Tätigkeit aber wieder und nehmen dann auf irgendeine Art Rache bzw. versuchen zurückzukommen. Du hast das Ganze so ein bisschen auf eine Naturgeschichte gemacht. Auch bei Gunnar ist das auch angedeutet mit Massentierhaltung. Also ihr habt wirklich sehr ähnliche Geschichten euch da gesammelt. Bei Sandro kamen da noch viele Dinge rein, die ich auf der Charmin-Packung so noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel Elon Musk oder eine Bärin. Der hat SpaceX-Raketen, aber wenn sie weg wollen, wie sonst? Die Figur der Bärin fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Aber da hat mir noch 100% ein bisschen gefehlt, was ist denn das Besondere an diesem Bär? Warum kann das denn nicht irgendein anderer Bär sein? Ich meine, jeder Bär lebt in einem Wald und jeder Bär kann... Aber das ist ja der Auslöser. Weil ja, er ein Charmin-Bär ist. Er wurde eingesperrt jahrelang. Ich schaue einen Film nicht wegen des Auslösers, sondern weil ich sehen will, dass dieser Charmin-Bär eine interessante Figur ist. Und was macht den denn aus? Das habe ich nicht hundertprozentig verstanden. Dass ein Tier dagegen kämpft, dass sein Wald abgeholzt wird, das habe ich... Das die Background, er war in dieser fucking Firma. Ja, ich verstehe nicht, warum, was diese Figur besonders macht. Was unterscheidet den vom Bärenmarke-Bär? Was ist das für eine? Gunnar, bei dir klang noch so ein bisschen an, wer ist diese Figur hinter der Maske? Aber wer ist es denn? Was ist denn die Drama dahinter? Wer steckt denn dahinter? Du musst ja natürlich im Kino gucken, das kann ich dir jetzt nicht. Gern sehen. Also da hat mir auch so ein bisschen die Substanz gefehlt, leider. Was denn jetzt da geil ist, ihr wart beide... sehr ähnlich dabei. Es ist mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen. Ich kann Eddie nicht den Punkt geben. Warum? Dafür, dass er einfach das Senderlogo nimmt und hier irgendwie das so eine Nerdgeschichte. Du bist aber ein Backstabber. Eine Nerdgeschichte. Na, aber du hast alles, was. Gesagt, nein. Keiner die Raketenbohne nein, das hab, ja, warum hat das eigentlich das keiner hab ich gesagt. Ja, eben, das habe ich nicht mal gesagt. Das hast du vorhin gesagt. Das war mir ein bisschen zu billig. Deswegen gebe ich diesen Punkt hier an Gunnar. Gunnar kriegt den Punkt für Ronald McDonald. Deswegen steht fest, wer in unser Finale einzieht. Gunnar und Eddie werden sich gleich bekriegen in der Finalrunde mit Fragen, die unter anderem von euch kommen. Jetzt interessiert mich natürlich sehr. Es ist mir extrem schwer gefallen, diesen Punkt überhaupt zu verteilen. Wie ging's der Community, Fabian? Ja, also der Community ging's ähnlich. Also wirklich
fast gleich auf alles mit alles so im 30er-Bereich. Die Raketenbohne und Snoo, der Charming Bear, Ronald McDonald, 32, 30, 38. Tatsächlich 38% hat dann am Ende Ronald McDonald gewonnen, der Film von Gunnar. Was man aber auch dazu sagen muss zu Gunnars Film, es gibt schon eine Serie mit Ronald McDonald. Oh. Ja, das Argument kam natürlich von keinem. Das hätte das so ein bisschen entkräftet, weil die Frage war ja, welches Filmmaskottchen hätte mal einen Film verdient? Hätte er immer noch. Wenn es eine Serie gab, hat er immer noch einen Film verdient. Ja. 5 Staffeln und einen Film. Genau, die Argumente hättet ihr dann bringen können. Aber es gab schon mal The Wacky Adventures of Ronald McDonald. Eine Serie, die von der großen Burgerkette selber... Ja, aber guck mal, das ist ja auch das der Comic-Clown. Ne? Das ist ja nicht der echte. Und damit gewinnst du, oder was? Naja. Ist die denn geil? Nee. Aber sie gab's halt. Der ist schon The Wacky, also weiß ich nicht. Ja, okay. Ja. Alles klar. Cool, ja, vielen Dank, Fabian. Und wir haben wieder fantastisch viele Fragen bekommen. Das heißt, Sandro, es tut mir leid, ich Walk of Shame jetzt, oder was? Leider rausschmeißen, der Walk of Shame. Ansonsten muss ich noch mal ganz kurz... Hast du Borussia Dortmund-Unterwäsche an? Ja, Mann. Alter, hast du es gesehen? Nee. Borussia. Wo achtest du denn drauf? Naja, die hängt ja bei dir der Kniekehle in die Hose. Aber von der... Und was machen von wir der jetzt? Bildfrage. Ja, ich weiß nicht, warum wir sind hier drauf und irgendwie der Host ist einfach gegangen oder was? Ach, er kommt wieder. So, was hast du denn? Jetzt kommen wir, ich habe mir gerade noch die Fragen abgeholt, die nämlich aus der Community reingekommen sind. Haben wir keine Werbung mehr davor? Es gibt keine Werbung, es geht direkt weiter. Seid ihr bereit für die Speedrunde? Ich erkläre nochmal ganz kurz, wie es funktioniert. Ich lese jetzt die Frage vor und dann gilt es, möglichst schnell zu antworten. Wenn ein Spieler antwortet, die Antwort also rausschreit, ticken für den anderen Spieler 30 Sekunden runter, die er hat, um die Antwort zu geben. Muss in diesen 30 Sekunden also die Antwort nennen und begründen. Dann kommen nochmal 30 Sekunden für den Spieler, der als erstes geantwortet hat. Und dann geht es nochmal zurück mit 15 Sekunden und nochmal 15 Sekunden für die andere Person. Habt ihr das verstanden? Ja, ja, so ein bisschen. Ja. Gut, damit eröffnen wir die Speedrunde. Alles so. Okay, es steht also 0-0. Die Punkte werden gelöscht, obwohl 2-2 standen. Ihr seid ja gleich auf. Und nee, 3-2 stimmt. 3-2, stimmt. Aber die werden gelöscht. 0-0. So, das heißt, der Erste, der die Antwort ruft, für den anderen ticken die 30 Sekunden. Wir beginnen mit der ersten Frage. Die lautet, Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger? Arnold Schwarzenegger. Sylvester Stallone hat mit Rocky einen der besten Charaktere selbst geschrieben, selbst Regie geführt, selbst geschauspielert auch noch und ist damit Arnold Schwarzenegger natürlich völlig voraus. Er ist nicht nur der bessere Actionstar, er hat auch noch natürlich noch andere Charaktere gemacht. Wer erinnert sich nicht gerne an Rocky, habe ich schon gesagt, 5 Teile, alle grandios, die Underdog-Story, die er erzählt hat. Dann noch natürlich gibt es noch Rambo und mit Expendables auch nochmal alle seine Kumpel zusammengehört. Ohne ihn wäre Arnold Schwarzenegger heute nichts mehr. Eddie, 30 Sekunden. Ich sehe den Zusammenhang nicht, aber okay. Ja, Schwarzenegger ist natürlich, hat viel, viel geilere Filme gemacht. Ich gebe Sylvester Stallone Rocky 1 und damit hört es dann auch schon auf. Das andere waren alles nur nochmal Kopien vom Gleichen. Wir haben hier hingegen den Mann, der Terminator gemacht hat. Wir haben den Predator. Wir haben True Lies. Wir haben einfach die größten Action-Franchises der 80er und 90er Jahre, die allesamt Arnold Schwarzenegger ist. Plus, er kann noch Comedy mit Twins, mit Junior, mit diesem Toy. Ich habe den Film vergessen, wo es ums Spielzeug geht. Turbo Man, Ultraman? Ja, irgendwie sowas. Was? Action Man. Schröckert wüsste es, Fact-Checker kann es sagen. Gunnar, 15. Ja, Sylvester Stallone ist natürlich viel vielseitiger. Was hat denn Arnold Schwarzenegger? Er hat eigentlich nur den Actionstar, kann noch nicht mal richtig reden. Er kann außerdem nur Schauspielern. Also wenn es ums Allgemeine geht, da hat Sylvester Stallone natürlich viel, viel mehr drauf wie Regie und alles andere auch. Es ist halt kompletter Quatsch. Auf die Diskussion will ich gar nicht einlassen, denn wir haben es hier immerhin mit einem Politiker zu tun, der Governor noch geworden ist. Also eines der höchsten Ränge überhaupt. Davon abgesehen, wie gesagt, er kann Comedy viel besser als Stopp oder Meine Mami Oma schießt. Er hat tolle Komödien gemacht und jetzt wieder gekommen. Das musst du erstmal schaffen. Alles klar, Sylvester Stallone. 10 Jahre lang weg warst. Gunnar hat angemerkt, dass er mehr ist als nur ein Schauspieler, sondern auch Regisseur und Drehbuchautor, während Eddie eine ganze Menge Filme aufzählen konnte, in der Arnold Schwarzenegger als Schauspieler nicht nur als
als Drama, als Actionstar, sondern auch als Comedian brilliert hat. Das heißt, er konnte eine große Range aufwenden. Und auf das Argument, dass er nur Schauspieler ist, hat Eddie sehr gut reagiert. Ja. Nämlich, dass er nicht nur Schauspieler ist, sondern auch tatsächlich Leute zum Tod verurteilt hat. Und damit gewinnt für mich auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger diese Runde. Die kann man da nur mal, ey. Punkte. Ey, da kann man noch nicht gegen... Für Eddie. Wie soll man das denn hinkriegen? Das ist ein überragender Politiker. Ja, ist wirklich gut gewesen, fand ich. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. So. Für die Umwelt getan, für den Charme. Kommen wir nun zu Frage Nummer 2. Fuck, ey. Seid ihr bereit? Frage Nummer 2. Welches, also nach der ersten Frage geht es noch weiter. Welches ist das beste Filmmonster? Alien oder Predator? Alien. Ich finde, der Predator ist eines der geilsten oder vielleicht sogar das geilste Filmmonster überhaupt. Im Film Predator wird erstmal gezeigt, wie variantenreich er ist. Er kann sich unsichtbar machen. Er hat diese Wärmekamera, er hat Homing Missiles, er hat einen Laser, hat eine Selbstzerstörung. Er ist unfassbar versatiler Gegner. Aber er, und das ist das Geile am Film Predator, er hat auch eine Persönlichkeit. Am Ende freunden sich Monster und Gegner, also Arnold Schwarzenegger in dem Fall, fast schon miteinander an und verständigen sich, obwohl sie eigentlich nicht die gleiche Sprache sprechen und es damit jedem Alien noch Hausgunner erleben. Das Alien ist der Silent Hunter. Man hat so viel Schiss im ersten Film. Man weiß nicht genau, was ist die Gefahr am Alien. Und dann kommt es, man sieht das Alien erst und es hat dieses Riesenmaul und dann kommt innen noch so ein Maul raus. Ich habe noch nie in meinem Leben im Kino so da drin gesessen, als ich das Monster zum ersten Mal gesehen habe. Also schlimmer geht's nicht. Und dann kommt auch noch dieses Bauchwesen, was da rausspringt und den anderen an den Kopf. Was ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst? Jemand springt dir an den Kopf und reißt dir, legt seine Eier in dein scheiß Gesicht rein. Eddie, 15. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist die Gefahr, die du nicht siehst. Und da ist der Predator einfach noch mal krasser, weil er unsichtbar ist, weil man ihn einfach nicht sieht. Um einen rum, die krassesten Söldner werden eins nach dem anderen, werden einfach gepflückt und wissen noch nicht mal, wie ihnen geschieht, ehe Arnold Schwarzenegger rausfindet, dass man ihn überlisten kann. Und das ist die größte Angst, die kommt vom Predator. Aber der Predator ist viel, viel, viel zu menschlich. Der sieht doch, da hat man doch gesagt, okay, alles klar, das ist ein Typ im Kostüm. Aber im Alien siehst du überhaupt nicht, was ist das für ein Vieh? Und Alien beweist auch, dass es nicht nur alleine kämpfen kann, sondern auch taktieren kann. Also es kann mit mehreren Aliens interagieren. Alles klar, das war die Runde. Die Frage war ja... Es kann auch mit mehreren angreifen. Naja, sie taktieren ja... Was ist das für ein Argument? Naja, Alien 1 und Alien 2 sind ja völlig unterschiedlich und... Also die Frage war ja, was ist das beste Filmmonster? Deswegen muss ich bei Eddie rausnehmen, dass sie sich am Ende anfreunden und irgendwie gut sind. Ich fand auch das Argument gut von Gunnar, der sagt, der Predator ist menschlich, am Ende, da ist eine Kommunikation fähig. Ein Monster zeigt natürlich auch diese absolute Undurchdringbarkeit und diese absolute Fremdartigkeit aus. Und ich finde, Gunnar hat das sehr gut dargestellt. Einerseits natürlich, dass es sich auf den Körper legt, einem überhaupt keinen Freiraum mehr lässt und irgendwie auch durch diese widernatürliche mehrere Mäuler. Und ich finde, er hat sehr gut dargestellt, warum es so furchteinflößend ist, wie es war. Deswegen geht für mich der Punkt an Gunnar an hier dieser Stelle für Alien. So, jetzt kommen wir zu unserer Frage mit dem Bild, das wir eingesendet haben. Und zwar, ich lese die Frage vor. Und dann muss ich. Ja. Dann seht ihr das Bild. Auf dem Bild sehen wir zwei Filme. Ganz kurz, wie viele Runden? Short Quiz Ding? Fünf. Fünf. Ach du Scheiße. Wir sehen ein Bild mit zwei Filmen. Und einer von euch ruft dann einen dieser beiden Filme heraus und der andere muss den anderen nehmen, wie gehabt. Das heißt, ich lese die Frage jetzt erst gleich vor. Ich lese die Frage vor und dann sehen wir das Bild und dann geht die Runde sozusagen los. Ich lese die Frage vor, Achtung. Welchen dieser beiden Filme solltet ihr mit eurer Mutter schauen? Hier ist das Bild. Was ist das? Her und Grand Budapest Hotel. Gunnar. Ja, Her ist natürlich ein Film, den man sehr, sehr gut mit seiner Mutter schauen kann, weil sie zum ersten Mal begreift, wie Computer funktionieren. Es behandelt natürlich, oder wie AI funktioniert. Das AI natürlich, dass man sich vielleicht auch in einen Computer verlieben kann, warum man Zeit am PC verbringen sollte. Und es ist eine wunderschöne Liebesgeschichte, die dort entsteht zwischen Mensch und Computer, sodass deine Mutter am Ende besser versteht, warum du so viel vorm Computer sitzt, weil auch im Computer steckt Herz und man hat am Ende... vielleicht an der großen Liebe am Bildschirm.
Ich glaube, Her ist viel zu abstrakt für zumindest meine Mutter. Die würde gar nicht verstehen, was da überhaupt passiert würde. Das ist wahrscheinlich als alberne Zukunftsfantasien abhaken. Muss man leider so sehen. Grand Budapest Hotel hat allein von der Bildsprache her, also du könntest quasi den Sound ausstellen und meine Mutter würde es trotzdem genießen, weil der Film einfach auch so wunderschön ist. Er hat so tolle Charaktere. Er ist lustig, er ist liebevoll, er ist romantisch. Er hat auch eine Mentorgeschichte übrigens mit dem Aufzugsboy. Lobbyboy. Und eine Ausbruchgeschichte, tolle, witzige Charaktere. Meine Mutter liebt Liebesgeschichten und diese Liebesgeschichte ist so tief, die Charaktere, dieser AI von Her ist so perfekt auf diesen Charakter zugeschnitten, dass man sich ja nur verlieben kann. Und diese Liebe ist natürlich auch über den Bildschirm hinaus geht diese Liebe und das ist eine schöne Liebesgeschichte auch für die Mutter. Eddie? Für mich ist Her eine Dystopie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man Liebesfilme mag, dass man dann unbedingt Her gucken mag. Ich finde, Grand Budapest Hotel ist ein toller Film, wo ich meiner Mutter gerne meine Leidenschaft zum Film näher bringen kann und jetzt zeigen kann, wie Filmkomposition aussieht, wie Kamerafahrten funktionieren, wie Symmetrie funktioniert im Film, wie Wes Anderson tickt als Regisseur und was er für mich für eine Bedeutung hat. Deshalb würde ich ihn gerne mit meiner Mutter gucken. Tschüss. Alles klar. Also, Eddie meinte, Her sei abstrakt, möchte dann aber seiner Mutter Bildkomposition und Cinematografie beibringen. Ich habe gesagt, meine Mutter wäre eher abstrakt. Ja, gut, aber das ist ja die Frage, darum geht's ja. Wen Gunnar relativ pragmatisch an die Sache rangegangen ist und gesagt hat, damit kann ich meiner Mutter endlich mal vermitteln, warum ich so viel Zeit vorm Rechner verbringe, dass ich mich nicht nur Pornos anschaue, sondern die große Liebe finde. Eddie hat gesagt, dass der Film natürlich schöner ist, Grand Budapest Hotel, aber ich finde den Ansatz von Gunnar sehr gut, der sagt, dass hier eine so menschliche Liebe gezeigt wird. Sagst du nur, weil du Hör liebst, das ist so biased. Ich habe schon selber hier gegen Hör argumentiert. Alter, dann nimmt er den Film, welcher sein Lieblingsfilm ist, den er hier sogar schon gepitcht hat. Das ist nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe gesagt, dass der Film anders besser wäre. Welcher Film sollte ein anderes Ende haben, habe ich gesagt. Du liebst sie trotzdem. Gibst zu, dass du Hör liebst. Ich fand den Ansatz gut. Die Frage ist auch, welchen solltet ihr mit eurer Mutter schauen? Und da finde ich den Ansatz von Gunnar sehr gut, dass er sagt, auch selbst bei diesem Film kriegt meine Mutter nochmal einen neuen Horizont, eine neue Ebene wird ihr erschlossen, auf eine Art, die sogar sie verstehen kann. Deswegen gebe ich Gunnar den Punkt für 2-1, somit mit Gunnar. Gunnar kriegt den Matchball, könnte siegen. Wer als erster 3 Punkte bekommt, kann den Sieg an Land ziehen. Also ein bisschen hatte ich noch gute Laune, aber jetzt fängt es langsam an. Ey. Das ist ja wirklich... So. Weil sie besser Computer versteht. Deshalb gucke ich mit meiner Mutter Hör. Also das hat gerade... Das ist unter deinem Bewertungsniveau. Kreative Argumentation. So, kommen wir nun zur nächsten Frage und ich bin sehr gespannt. Seid ihr bereit? Ja. Haben alle gelacht, als er das gesagt hat. Ja, okay, dann erzähle ich jetzt auch einen Gag. Kennt ihr den schon? Achtung, nenne... Kennt ihr den schon? Achtung, welches ist das beste Filmauto? Der DeLorean. Natürlich ist es Buzz McLightyear. Wie heißt der? Der aus McLightyear. Der ist natürlich, nicht, wie er heißt. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es ist ein fucking sprechendes Auto. Also, wir haben Buzz McLightyear, dessen Film ich auch nicht genau weiß, wie er ging, aber es ist ein fucking sprechendes Auto, was in eine Stadt kommt und sie hasst am Anfang, es ist ein Dorf, und am Ende verliebt er sich in die Dorfbewohner. Ich weiß gar nicht genau, was Eddie, da DeLorean. Es tut mir leid, du weißt nicht mal, wie dein Auto richtig heißt. Der DeLorean ist eine der ikonischsten Fahrzeuge, die jemals geschaffen wurden. Das Fantastische daran ist, dass er ja damals, als sie sich für ihn entschieden haben, eigentlich ein komisches Auto war, in Amerika ein schrottiges Auto, und sie haben es geschafft, ein schrottiges Auto, das viel Sprit verbraucht, das total klobig ist und quasi in den Regalen lag, sofern man das so sagen kann über Autos, haben sie zu einem der coolsten Autos gemacht, das jetzt sogar in Ready Player One ein Revival feierte, weil es jeder liebt, weil es super cool ist und es hat fucking Flügeltüren. Gunnar. Ja, Lightning McQueen kommt in das Dorf, ist ein abgehobener Filmstar, glaube ich, so ein abgehobener Rennauto und ist dann trotzdem bereit, sich auf dieses Dorfleben einzulassen und freundet sich mit dem Dorf an. Deswegen ist ein großer Wandel findet in ihm statt und deswegen ist es ein tolles Filmauto.
Was? Das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Du hast Cars nie gesehen, offensichtlich. Du weißt nicht, wie der Typ heißt. Es ist eine Lüge. Ich weigere mich zu akzeptieren, dass Florent hier auch nur deine Antwort überhaupt in Erwägung zieht gegen den fucking DeLorean aus Back to the Future, der mit dem Fluxkompensator zu einer Zeitmaschine umfunktioniert wird, der Flammen auf dem Boden hinterlässt, der im zweiten Teil sogar fliegen kann, die Reifen einklappen kann, den jeder gerne hätte. Okay, okay, es reicht. Krass, hier wie heißt der jetzt in echt? Haben wir mal den Fact-Checker, wie heißt diese Figur? Lightning McQueen. Anspielung auf Steve McQueen. Buzz McLightyear. Hatte ich auch gedacht, ehrlich gesagt. Aber ganz klar, ja, scheiße, natürlich ey. Geht diese Runde ich an. Ich habe nicht an Kit gedacht am Ende, weil Kit. Oh. Aber Kit, gibt es auch einen Film, habe ich die ganze Zeit überlegt. Habe ich nämlich dann auch überlegt. Oder ist das nur eine Serie? War das die Frage im Film? Ja, Filmauto. Filmauto. Aber es gibt bestimmt irgendeinen Knight Rider-Film oder so. Ja, den hätte ich dann. Hätte ich vielleicht besser wählen können. Das ist das einzige Auto, das mir noch eingefallen ist. Herbie vielleicht noch. So. Es wird sehr spannend. Es steht, wie der DeLorean. Es steht 2-2. Das heißt, die fünfte und letzte Frage entscheidet definitiv. Gibt alles. Alles kommt auf diese eine Frage zusammen. Und die lautet folgendermaßen. Welcher Schauspieler ist der perfekte nächste James Bond? Idris Elba. Natürlich ist es... Wie heißt er denn nochmal? Der Typ... Ich hab vergessen, wie er heißt. Ich nehme einfach einen anderen. Es ist Daniel Craig. Weil Daniel Craig kann natürlich noch weiterhin Bond spielen. Er ist nicht nur jetzt der beste Bond, er ist auch weit in den weiteren Filmen natürlich auch der nächste James Bond, der immer noch alt genug ist oder jung genug ist, um weiterhin seine Muskeln spielen zu lassen und seinen geilen Oberkörper am Strand zu präsentieren und Leute abzuknallen. Das ist wirklich, also erstens ein fucking Armutszeugnis. Michael Fassbender heißt er. Okay, zweitens Idris Elba. Ich weiß, dass viele aufstehen und sagen, ja Moment, der ist schwarz, darf James Bond schwarz sein? Meiner Meinung nach ist es absolut legitim. James Bond darf schwarz sein, um einfach mal die Kuh anzusprechen, die im Raum steht. Ich finde, er bringt alles mit, was ein James Bond mitbringen muss. Er hat diese Gentleman-Attitüde, aber er ist auch rough. Er kann Leute an die Wand klatschen. Er kann aber auch charming sein. Er kann der Womanizer sein. Er bringt einfach alles mit. Plus, er ist Engländer. Er bietet alles, was man von James Bond erwartet und dann hoffentlich beim nächsten James Bond auch sieht. Da wir natürlich schon den perfekten James Bond haben, wir haben ihn alle gesehen, wir haben ihn geliebt in Casino Royale, warum sollte man die Person also ändern? Ich sehe Daniel Craig noch mindestens 5 Jahre als James Bond und darauf könnt ihr Gift nehmen. Michael Fassbender. Daniel Craig sieht sich selber nicht mehr 5 Jahre als James Bond. Deshalb wird sich wohl oder übel die Frage stellen müssen, wer beerbt ihn. Außerdem sei auch mal dahingestellt, ob er wirklich so gut ist. Ich fand ihn in Casino Royale super, aber leider finde ich, danach waren alle James Bond eher so mittelmäßig. Tut mir leid, sehe ich so. Idris Elba hingegen hat eine Chance verdient. So, das war die letzte Runde. Technisch gesehen ist es fragwürdig, ob Gunnar die Frage überhaupt richtig beantwortet hat mit nächster James Bond. Ich hätte es so durchgehen lassen, wenn er überzeugend argumentierte, warum Daniel Craig denn der Brillante ist. Er hat nur gesagt, er hat Muskeln und wir lieben ihn. Das war die Argumentation für Daniel Craig. Er ist schon so geil am Wohingegen, finde ich, hat Eddie viele gute Argumente gebracht. Er ist Engländer, er hat diese Gentleman-Attitüde, er hat schon oft gezeigt, dass er der Aggressive, aber auch der Charming Guy sein kann. Alles das, was James Bond leider sein muss. Deswegen überhaupt gar keine Frage für mich. Dieser Punkt geht an Etienne Gardé. Somit gewinnt Etienne Gardé. Das Ding gewonnen. Ich wollte Michael Fassbender sagen. Ich fiel nicht ein, wie er heißt. Das wäre eine gute Wahl gewesen. Ja? Scheiße, Mann, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Mann. Ja, Michael Fassbender, ey. Wo ist der Pokal? Sophie soll ihn zurückbringen. Sophie hat ihn zerstört. Ja, es war hitzig. Scheiße. Es war hitzig. Es tut mir leid, am Ende nicht richtig. Aber Michael Fassbender ist keine schlechte Antwort. Ja, Michael Fassbender wäre eine sehr gute Antwort. Ja, die wollte ich auch sagen. Mir fiel der Name nicht ein. Nun gut, vielen Dank natürlich auch an unseren Fact-Checker, der, wie ich finde, fantastisch Schröck ersetzt hat. Fabian Krane, vielen Dank an dich. Und was sagt der Chat? Noch was da? Ja, der Chat ist, come on, Gunnar. Ja, also. Ja? Ja, das sagt er eigentlich einstimmig, kann man so sagen. Ja, mir fiel der Name nicht ein und dann musste ich irgendwie mich retten irgendwie. Und vielen Dank natürlich auch an Sandro. Es ist nicht leicht, gerade wenn man das erste Mal dabei war. Es ist ein hartes Pflaster, aber ich finde, Sandro hat das super gemacht. Vielen Dank an dich, Sandro. Danke, danke. Es tut ein bisschen weh, mit 0 Punkten ausgeschieden zu sein. Hey, aber ja, aber hey, weißt du, wer auch mit 0 Punkten ausgeschieden ist und heute den Sieg errungen hat? Etienne Gardé. Wow. Echt? Ja, klar. Null? Du hast gewonnen. Nee, aber habe ich schon mal 0 Punkte? Ja, du hast, glaube ich, beim ersten Mal hast du 0 Punkte gewonnen. Nee.
So, aber du hast es geschafft, heute zu gewinnen. Eine fantastische Geschichte erzählt. Ja, vielen Dank. Always look on the bright side, sage ich dann. Sehr schön. Ja? Gunnar, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast als fantastischer Gast. Uiuiui. Aber ich finde Eddie an der Stelle ein verdienter Sieger. Die nächste Folge, kann ich es nochmal ganz kurz 25. hören, auf jeden Fall am 25. Mai kommt die nächste Folge. Freut euch darauf dann wieder mit fantastischen Gästen. Das war's von Filmfights. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Filmfights.